Das hier ist vielleicht so der Teil, auf den Sie so ein bisschen gewartet haben, wenn Sie schon mal mit Datenbanken ganz wenig Berührungspunkte oder so vielleicht schon mal was gesehen haben. Wie würde man denn tatsächlich Anfragen stellen? Wahrscheinlich nicht in der relationalen Algebra und wahrscheinlich nicht im Tupelkalkül, aber dass wir uns die vorher angeschaut haben, wird uns helfen, so ein bisschen die Denkweise noch mal so ein bisschen zu verinnerlichen. Zumindest das. Und es wird auch einen kleinen Exkurs geben, wo wir sagen, zumindest im Bereich SQL als Datenbankanfragesprache oder Datenanfragesprache, gucken wir uns nochmal an, wie das mit Tupelkalkül und relationaler Algebra zusammenhängt. Ein paar wenige Folien. In diesem größeren Abschnitt hier wollen wir uns also SQL so ein bisschen annähern, und zwar mindestens aus drei, vier Richtungen. Also wir wollen Anfragen in SQL formulieren. Das wird der größte Teil dieses Abschnitts sein. Wir wollen uns anschauen, wie man überhaupt Daten in so eine oder eine Datenbank überhaupt aufsetzen würde mit SQL. Da braucht man eben auch vielleicht ein paar Befehle oder wie auch immer man das nennen will, mit denen man sagen möchte, was für Relationen soll es denn überhaupt geben? Und Datenmanipulation, sowas wie Tupel löschen oder Einträge ändern oder so, wäre vielleicht auch ganz nett, wenn man das direkt in SQL mit hat. Das ist also nicht nur eine Anfragesprache, sondern eine umfänglichere Datenbankkommunikationsweise. Und am Ende noch ein kleiner Exkurs hin zu Zugriff aus sowas wie Java oder sonstigen Programmen auf SQL-Datenbanken. Gibt es Schnittstellen, wenn wir ganz kurz vielleicht nochmal drüber sprechen. Aber der größte Teil in diesem Abschnitt wird also tatsächlich jetzt das Formulieren von Anfragen in SQL sein. Gegebene Datenbank, wie kriege ich denn Ergebnisse raus? Und das wird so ein bisschen analog zu dem sein, was wir jetzt die ganze Zeit versucht haben, relational algebra-mäßig oder mit dem relationalen Tupelkalkül tatsächlich hinzubekommen. Wo kommt das Ganze her? Naja, SQL ist jetzt nicht so ganz jung. Also der erste Vorläufer stammt eben so aus der IBM-Zeit, wo die sich so ein bisschen drüber Gedanken gemacht haben, dass es vielleicht ganz nett wäre, relationale Datenbanken überhaupt als Idee zu entwickeln. Vorher gab es also so hierarchisches oder Netzwerk-Datenbankmodell. Und für die ersten Zugriffe auf so relational gedachte Datenbanken gab es bei IBM eine Sprache, die SQL war, also eine Abkürzung für Structured English Query Language. Also dieses QEE wahrscheinlich aus Query und das L dann aus Language, Structured English Query Language. Das war so ein bisschen ein Ausgangspunkt. Dann gab es eine ganze Weile, ja, fast ja, mehr als ein ganzes Jahrzehnt, so ein bisschen Wildwuchs, wobei aus dem SQL irgendwie die eine Firma hat noch das dazu gedacht, die andere Firma hat jenes dazu gedacht oder so. Irgendwann hat man sich gesagt, wie so oft, wenn es so ein bisschen in verschiedene Richtungen gegangen ist, wir brauchen einen Standard. 1986 gab es dann also den SQL 1 Standard. Das war dann sozusagen der erste ANSI-Standard als National Standards Institute in den USA, in dem gesagt wurde, das sollen Syntax und Semantik von Datenbankanfragen sein gegen relationale Datenbanken. Also SQL 1, 1986, schon ein paar Jahre alt. SQL 89, da hat man dann das Namensschema geändert. Dazwischen gab es tatsächlich nicht noch über 80 verschiedene Varianten, sondern SQL 89 hat man dann 1989, man sieht also 89, 89, noch ein bisschen den Standard erweitert und beispielsweise Integritätskonstraints, also Integritätsbedingungen in den Standard aufgenommen. Ging vorher nicht, jetzt kann man die auch formulieren. 3 Jahre später gab es dann SQL 92. Manche sagen dazu aber auch SQL 3, also Hinweis, das könnte ein bisschen zu Mehrdeutigkeiten führen. SQL 3 ist tatsächlich dann danach entstanden. Aber SQL 92, also das, was viele Leute SQL 2 nennen würden. Und da gab es noch ein paar mehr Datentypen und eine ganze Menge Erweiterungen gegenüber dem SQL 89 Standard. Und es ist deswegen jetzt hier so ein bisschen orange gehighlightet, weil das der Standard ist, mit dem wir uns hier im Großen und Ganzen die meiste Zeit beschäftigen werden. Es ist aber so, dass man auch mit dem aktuellen SQL Standard, der SQL dann 2019 heißt, wie gesagt, hat sich nochmal das Namensschema geändert. Hier ist jetzt plötzlich ein Doppelpunkt dazwischen und die Jahreszahl wird ausgeschrieben, weil man gemerkt hat, oh, es kommt das Jahr 2000, irgendwann könnte 92 vielleicht uneindeutig sein in 100 Jahren. Gibt es da neue Standards? Die sind alle insofern abwärtskompatibel als das, was wir jetzt über SQL 92 oder SQL 2, je nachdem, welche Sprechweise Sie bevorzugen, uns anschauen werden. Das funktioniert auch noch in aktuellen Datenbanksystemen. Also im Prinzip implementieren alle mindestens SQL 92 oder SQL 2 und die neuen Standards, da kommt dann immer noch ein bisschen was dazu. Beispielsweise geht erst ab SQL 3 oder SQL 99 das Formulieren von rekursiven Anfragen.
Also auf so Anfragen, die sowas zurückliefern wie, keine Ahnung, wer sind alle Untergebenen von irgendeinem Mitarbeiter, wenn ich immer nur so eine Chefrelation habe. Dann muss ich also immer über dieselbe Tabelle cyclen. Das Ganze rekursiv, das geht in dem SQL 92 Standard, den wir uns anschauen werden, tatsächlich noch nicht direkt umzusetzen. Gut, also ein bisschen Historie. Also hier sind wir eigentlich sowas wie 30 Jahre alt, aber keine Angst, das ist tatsächlich was, was auch noch in allen aktuellen Datenbankmanagementsystemen unterstützt wird, weil es einfach quasi die Grundlage ist. All das hier, was dann noch so dazu kam, das ist alles irgendwie so ein bisschen nice to have, hat den Standard immer ein bisschen mehr aufgebläht, aber um so ganz normale Sachen zu machen, braucht man das eigentlich alles nicht. SQL also irgendwann mal ganz alt, bisschen ausgeschriebener. Bei SQL als Abkürzung hat man dann das Englisch weggelassen. Also SQL heißt Structured Query Language. Je nachdem, wie man es ausspricht, manche sagen immer noch SQL dazu, gerade im englischsprachigen Raum, manche sagen SQL dazu. Je nachdem, wie man es ausspricht, unterdrückt man dieses, es kommt von SQL oder eben nicht. Ursprünglich für das Datenbanksystem R entwickelt, das es bei IBM gab. Gibt es jetzt heute auch nicht mehr so direkt zur Benutzung, aber das war so eins der ersten relationalen Datenbanksysteme. War damals experimentell, heutzutage das IBM-Produkt ja DB2 oder so genannt, aber Vorläufer war eben R. Wenn man das Ganze jetzt mal so ein bisschen vergleicht, und sagt, okay, eben hatten wir uns in dem vorherigen Vorlesungsabschnitt relationale Algebra, relationales Tupelkalkül angeschaut. Was kann man so ein bisschen verallgemeinern, werden wir uns später anschauen. Und was gibt es denn in SQL, was man vielleicht von einer Anfragesprache erwartet? Das hatten wir ja so ganz am Anfang von dem vorherigen Abschnitt mal so ein bisschen ja formuliert, was ganz nett wäre. In SQL gibt es im Prinzip Relationen. Also so wie in der relationalen Algebra oder im relationalen Tupelkalkül arbeitet man auf Relationen. Man kann sich Relationen auch immer als Tabelle vorstellen. Aber wichtig, in SQL sind die normalerweise nicht duplikatfrei, sondern es sind erstmal per se Multimengen. Also wenn es ein Tupel mehrmals gibt, gibt es das halt mehrmals. Es wird erstmal in SQL nicht duplikatfrei gedacht. Trotzdem ist es natürlich so, dass gerade in den Basisrelationen man normalerweise keine Duplikate haben möchte. Dafür gibt es die Integritätsbedingungen. Also Basisrelationen werden heutzutage dadurch duplikatfrei gehalten, dass man Integritätsbedingungen formuliert und sagt, es soll keine zwei Tupel geben, die denselben Schlüsselattribut oder dieselben Schlüsselattributwerte haben, wenn es mehrere Schlüsselattribute gibt. Falls man aber mit SQL-Anfragen formuliert hat und dann Ergebnisse oder Zwischenergebnisrelationen hat, da muss man, wenn man möchte, dass es keine Duplikate gibt, explizit dafür sorgen, dass es keine gibt. Kommen wir später nochmal darauf zu sprechen, warum das Sinn macht, dass man nicht direkt erzwingt, dass es keine Duplikate gibt. Manchmal würden sich dadurch nämlich Ergebnisse ändern. Kommen wir später nochmal dazu. Also im Hinterkopf behalten, die Relationen sind erstmal nicht duplikatfrei gedacht. Wenn man sie duplikatfrei haben möchte, gibt es spezielle ja, Teilmenge der Sprache, spezielle syntaktische Ausdrücke, die sagen, mit diesem SQL-Ausdruck verlange ich, dass die Relation, die ich hier als Ergebnis produziere oder als Zwischenergebnis, dass da keine Duplikate drin sind, nicht dieselben Tupel, die also selber Attributwerte haben, drin sind. Das ist schon mal gut. Wir haben die ganze Zeit über relationale Datenbanken gesprochen. SQL ist also auch was, was auf Relationen arbeitet. Puh, ja, immerhin nicht ganz falsch. Wie sehen Anfragen in SQL aus? Im Prinzip bilden sie sowas wie die Relationalgebra oder das relationale Tupelkalkül ab. Das haben wir jetzt nicht so genau bewiesen oder so, aber die sind im Prinzip gleich mächtig und SQL bietet jetzt also auch die Ausdrucksstärke, die ich von der Algebra her kenne oder die ich aus dem Tupelkalkül her kenne. Es ist aber schon ein bisschen ähnlicher zum Tupelkalkül als zur relationalen Algebra in dem Sinne, dass ich nicht direkt so eine Operation habe, wie wir sie in der Relation Algebra kennengelernt haben, sondern dass ich eher Formeln aufschreibe, die so ein bisschen an das Tupelkalkül erinnern. Es gibt gewisse Grenzen, was so das Zusammensetzen von Anfragen angeht. Also ich kann jetzt nicht unbedingt alles mit allem kombinieren im Sinne der Orthogonalität, aber da sind eigentlich keine großen Einschränkungen. Also all das, was man irgendwie als sinnvolle Anfrage irgendwie formulieren will, das kriegt man schon auch irgendwie mit SQL hin. Gegenüber Relation Algebra oder Tupelkalkül gibt es noch zusätzliche Operationen, sowas wie ich kann Dinge aggregieren, also irgendwie Zwischensummen bilden oder so, ich kann Tupel gruppieren, ich kann die sortieren. Ich erinnere Sie nochmal dran, in der Relation Algebra oder im Tupelkalkül, da konnte das Ergebnis eine beliebige
Sortierung haben. Also ich habe nie was darüber gesagt, in welcher Reihenfolge die Tupel oder so stehen sollen. Das geht in SQL schon, weil es einfach für Menschen oft natürlicher ist zu sagen, beispielsweise Personennamen, Tabellen alphabetisch zu sortieren oder sowas. Oder Gehaltstabellen nach Größe des Gehalts zu sortieren oder so. Und es gibt noch eine ganze Menge speziellerer Datentypen, als was vielleicht so im ersten Moment erwartet, aber das ist halt so ähnlich wie in vielen Programmiersprachen, dass es eben nicht nur Strings und einen Zahlentyp gibt, sondern ein bisschen mehr. Beispielsweise in SQL oft auch direkt schon sowas wie ein Datumstyp oder so, weil das halt Sachen sind, die man häufig in Datenbanken irgendwie ablegen will. Zeiten, Daten, also Daten im Sinne von Datumsangaben. In SQL gibt es noch weitere Sachen, die über Anfragen und sowas hinausgehen. Also ich kann Datenbanken definieren. Ich kann Relationen modifizieren oder eben pflegen im Sinne von, dass ich da bestimmte Attributwerte ändere oder ganze Tupel lösche oder eben neu einfüge. Also ich kann auch mit den Relationen sozusagen arbeiten. Und in SQL habe ich auch die Möglichkeit, Benutzer zu verwalten bzw. zu autorisieren, wer was darf. Also manche Leute dürfen vielleicht jetzt nicht unbedingt jedes Gehalt sehen oder so, wenn Sie mit der Datenbank arbeiten. Solche Autorisierungen und Zugriffsbedingungen, die kann ich mit SQL auch direkt ausdrücken. Ist also mehr als nur tatsächlich eine Anfragesprache, sondern eher allumfassend Kommunikationsmittel mit einem Datenbanksystem. Wenn man sich's genauer anschaut, gibt es also mindestens die vier Komponenten. In manchen System wird noch eine fünfte unterschieden, kommen wir gleich nochmal dazu. Also ich habe irgendwie in SQL sowas wie eine Datenanfragesprache, Data Query Language oder DQL, hat man auch schon mal als Abkürzung vor einer ganzen Weile in der Vorlesung genannt. Ich habe eine Datendefinitionssprache, Data Definition Language, abgekürzt DDL. Ich habe eine Manipulationssprache, DML, Data Manipulation Language und eine Datenkontrollsprache, Data Control Language, DCL. Und in so Produkten wie zum Beispiel von Oracle oder so, da gibt es noch so eine sogenannte Transaction Control Language, ist aber im Prinzip das, was wir hier eigentlich hier unter diesem vierten Punkt mit auffassen würden, weil eben Control drinsteckt und ob ich nun Daten kontrolliere oder Transaktionen. Das ist für SQL erstmal so ein bisschen quasi ein Umbrella, ein allgemeiner Term. In so Oracle-Produkten beispielsweise findet man noch Transaction Control Language, aber im Prinzip kann man das auch sowas wie Datenmanipulation oder Datenkontrolle eben zuordnen. Was genau meint man damit? Naja, in der Datenanfragesprache, und das wird das sein, womit wir uns jetzt hier am allermeisten beschäftigen, deswegen hier so ein bisschen gehighlightet, will man Anfragen formulieren und irgendwie Daten auswählen bzw. aufbereiten. Also irgendwie möchte ich aus dem Datenbankzustand, der gerade vorliegt, durch eine Anfrage Dinge herauskristallisieren, um dann jemandem ein Ergebnis zu präsentieren. Datendefinition, damit kann ich also Datenstrukturen definieren und modifizieren für die Datenbank. Also sowas wie Sichten und Zugriffsrechte, wer darf vielleicht was. Sowas wie eine konzeptuelle Ebene, dass ich sage, wie sehen überhaupt die Relationsschemata aus und was für Integritätsbedingungen sollen denn gelten? Und auf der physischen Ebene sowas wie, was für eine Form eines Indexes möchte ich? Also üblicherweise werden B-Bäume in Datenbanken sehr häufig benutzt, aber man könnte auch was anderes sagen. Oder sowas wie Zugriffsoptimierung überhaupt. Also wofür soll es denn einen Index geben und wofür nicht? Index bedeutet im Prinzip immer, dass ich schneller auf die Einträge zugreifen kann, als einmal sequenziell drüber zu gehen. Datenmanipulation, also in die Relationen, die es gibt, möchte ich Dinge einfügen können. Ich möchte vielleicht einzelne Attributwerte ändern können oder ich möchte Tupel beispielsweise oder ganze Relationen löschen können. Das ist also Teil der Datenmanipulationssprache. Und in der Datenkontrollsprache vergebe ich oder entziehe ich Berechtigung. Also irgendjemand darf irgendwas sehen oder darf es nicht mehr sehen. In dem nächsten Abschnitt oder in dem größten Abschnitt der Vorlesung in diesem Teil hier werden wir uns jetzt damit beschäftigen, dass wir SQL als Datenbank oder Datenanfragesprache ein bisschen genauer anschauen. Und im Prinzip gibt es dafür sowas wie 12 Teile oder 11 Teile. Wir gucken uns die Grundidee an. Ein bisschen größerer Teil wird dann so dieser Select from Where Block sein, weil das im Prinzip das ist, wo man Anfragen spezifiziert. Also so im Prinzip das Kernding einer Anfrage in SQL hat immer irgendwas mit Select from Where zu tun. Falls Sie das schon zwei, dreimal gesehen haben, werden Sie sich erinnern, dass da eigentlich immer Select from mindestens steht und meistens auch Where. Wir schauen uns dann nochmal an, wie eigentlich die
Beziehungen zur Algebra und zum Tupelkalkül sind. Warum haben wir uns das vorher so ein bisschen angeguckt? Weil wir dann eben sagen wollen, SQL ist quasi dasselbe, nur halt mit anderen Worten. Wir schauen uns an, wie man Anfragen schachtelt. Das ist ein sehr mächtiges Instrument, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Wir werden irgendwo zwischendrin mal sehen, dass man eigentlich in SQL kein Allquanto hat. Gerade eben auf den letzten Beispielen zum relationalen Tupelkalkül hatten wir Anfragen, wo der Allquantor quasi das Ding war. Müssen wir uns also auch nochmal Gedanken drüber machen, wie Allquantifizierung denn dann eigentlich in SQL funktionieren soll. Wenn ich gesagt habe, dass es im Prinzip so ähnlich mächtig ist wie Tupelkalkül oder Relationalalgebra, wo ich das halt mit Division beispielsweise machen konnte. Wir schauen uns kurz an, wie es mit Mengenoperationen in SQL aussieht, was denn dieses Aggregieren und Gruppieren auf sich hatte als so ein bisschen Convenience-Geschichten. Wie sieht's mit Nullwerten aus? Hatten wir bei der Algebra eben an der einen oder anderen Stelle auch schon mal kurz diskutiert oder vorher beim Übersetzen vom Entity-Relationship-Modell ins relationale Modell gesehen, dass man je nachdem, wenn man Relationen bzw. Entity-Typen dann zusammenfasst, dass man da vielleicht Nullwerte bekommt. Wie sieht das in SQL aus? Wie sieht's aus mit Berechnungen in SQL, also zusammengesetzte Terme im Sinne von, man möchte vielleicht irgendwelche Rechenoperationen durchführen oder so. Und dann nochmal ganz kurz am Ende, was ist eigentlich der Hauptunterschied von SQL 89 zu dem SQL 92, was wir uns hier die ganze Zeit anschauen? Also wie kann man denn den Unterschied, das war so einer der Hauptsprünge in der Version, wie kann man den Unterschied da tatsächlich charakterisieren zwischen den beiden? Okay. Also, gehen wir ein bisschen voran und werden uns jetzt für den Rest des heutigen Vorlesungsteils und dann wahrscheinlich auch noch ein Stück nächste Woche mit SQL als Datenanfragesprache beschäftigen und Ziel vielleicht nächste Woche so diesen Teil dann abzuschließen. Mal sehen, wie schnell wir vorankommen. Also, was ist die Grundidee bei SQL als Datenanfragesprache? Im Prinzip der Kern ist ein Select-from-where-Block. Wenn man das jetzt so syntaktisch auffasst, gibt es also diese Schlüsselwörter Select, From und Where. Die schreibe ich jetzt immer in diesem Schreibmaschinenfont oder Monospace-Font, der eben charakterisieren soll, das sind Teile der Syntax von SQL. Also das sind reservierte Wörter in SQL. So ähnlich wie es reservierte Wörter in anderen Programmiersprachen gibt, sind das eben reservierte Wörter in SQL, die bestimmte Bedeutung haben. Mit Select spezifiziere ich Attribute des Ergebnisschemas. Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Das heißt hier Select, das ist aber nicht das, was in der relationalen Algebra die Selektion ist, sondern in der relationalen Algebra hat man das Projektion genannt, Attribute, die im Ergebnisschema dann sein sollen. Also ich habe dann mit immer projiziert. Mit Select projiziere ich also im Prinzip. From ist im Prinzip so der Kern, bei dem ich eigentlich anfange, da sage ich, welche Relation benutze ich denn überhaupt in der Anfrage? Also aus welchen Relationen möchte ich Informationen benutzen? Das ist im Prinzip das, womit man eine Anfrage in SQL formuliert, eigentlich anfangen muss, so ähnlich wie wir eben bei der relationalen Algebra oder Tupelkalkül-Anfrage überlegt haben, welche Relationen spielen denn eine Rolle? Über welche Relationen sind die Informationen verteilt? Ist das hier im Prinzip der Teil einer SQL-Anfrage, womit ich anfange und sage, im From muss ich die Relationen aufführen, die überhaupt an der Anfrage beteiligt sein sollen. Und in dem Where-Teil, damit spezifiziere ich dann tatsächlich eine Selektions- oder Verbundbedingungen, die ich für die Anfrage benutze. Also der Selektionsteil ist im Where-Teil, nicht im Select-Teil. Also darf man nicht verwechseln mit dem relationalen Algebra-Operator, der eben Selektion heißt. Die Selektion in der SQL-Anfrage wird erst in dem Where-Teil durchgeführt. Daneben gibt es noch ein paar andere Sachen. Sowas wie in SQL gibt es Group-By oder Having als Group-By eben irgendwie, wonach Tupel gruppiert werden sollen, nach welchen Attributen oder Having sowas wie Selektionsbedingungen für die Gruppen. Vielleicht möchte ich nur manche von den Gruppen auswählen oder sowas. Das geht eben mit diesen reservierten Wörtern Group By oder Having. Die gibt es in der relationalen Algebra oder im Tupelkalkül nicht direkt. Das ist ein bisschen so Dinge, die in der SQL-Anfragewelt eine Rolle spielen, die man also zusätzlich hat. Und dann gibt es noch zwei zusätzliche Sachen, wo man sagt, ich möchte es sortieren. Also das ist für Menschen so ein bisschen so Convenience-Funktionalität, dass man sagt, naja, in der relationalen Algebra und im Tupelkalkül war es mir eigentlich immer egal, in welcher Reihenfolge die Tupel dann angezeigt werden. Bei einem SQL-Anfrageausdruck möchte ich aber vielleicht doch, dass am Ende irgendwie die
Namen alphabetisch sortiert sind, so wie man es vielleicht als natürliche Sortierung auffassen würde, oder beispielsweise in einer Gehaltstabelle die Einträge, die Tupel nach dem erzielten Gehalt sortiert sind oder so. Dafür habe ich also hier so einen Convenience-Operator Order bei, also bitte sortieren nach irgendwas und gebe dann halt an, wonach es sortiert werden soll und auch ob absteigen oder aufsteigen ist möglich. Und dann habe ich noch so einen Operator, der mir hilft, Ergebnistupel zu vereinigen zwischen verschiedenen Select-from-Where-Blöcken. Also wenn ich jetzt so zwei Anfragen habe und sage, eigentlich möchte ich gerne deren Ergebnisse irgendwie vereinigen, dafür gibt es so diesen Union-Operator. Das ist im Prinzip die Grundidee, die ich bei SQL habe, dass es reservierte Wörter gibt, wie in Programmiersprachen auch. Und diese reservierten Wörter, die haben dann eine bestimmte Semantik. Und die allerinnenliegendste, wichtigste Grundidee ist dieser erste Teil, Select from Where. Gucken wir uns ganz grob in einem ersten 1, 2, 3 Beispielsachen an. Also wir haben hier nur eine Tabelle, die Buchtabelle. Sieht jetzt ein bisschen anders aus, als wir sie vorher hatten. Ich habe eine ISBN, ich habe einen Titel, ich habe zu jedem Buch einen Verlag und es gibt eigentlich nur vier Bücher. Und angenommen, ich möchte die Buchtabelle zurückgeliefert haben, weil ich eben beim Reinschauen in die Datenbank, wenn ich das irgendwie über eine Schnittstelle benutze oder so, erstmal gar nicht direkt diese Tabelle, den Datenbankzustand sehe. Und ich sage, möchte als Anfrage sowas haben wie, gib mir mal die ganze Buchtabelle zurück. Und wäre eine ganz einfache SQL-Anfrage, der einfachsten sozusagen, so eine Art Hello World. Select Stern from Buch, also Select und from fett gedruckt, weil es reservierte Wörter sind. Buch ist der Name der Relation, die zurückgegeben werden soll. Stern besagt einfach, gib mir alles aus der Relation Buch. Das Ergebnis wäre dann dieses Ding hier. Ein Hinweis für Sie, da muss ich jetzt wahrscheinlich mal einen Screenshot dann gleich machen. Hier gibt es auf diesen SQL-Folien immer diese verlinkten SQL-Pad-Sachen. Das ist so ein bisschen zum Rumspielen gedacht. Ich werde mal meinen Screen sharen. Ich habe schon was vorbereitet. Wenn Sie da draufklicken, landen Sie am Ende im Prinzip im Browser auf so einem SQL-Pad. Da kann man jetzt sehen, das hier ist im Prinzip die Anfrage, die wir gerade auf der Folie gesehen haben. Also Select Stern vom Buch und im Hintergrund sind schon für viele Beispiele, die wir jetzt in der Vorlesung benutzen werden, in den nächsten Folien, sind tatsächlich schon die Relationen und die Datenbankinhalte so angelegt, wie sie auf den Folien zu sehen sind. Hier habe ich noch so ein bisschen programmiersprachlich drumherum stehen, dass hier also Book benutzt werden soll, muss man normalerweise in SQL nicht hinschreiben, aber in diesem SQL-Pad. Im Hintergrund sieht man, läuft MySQL. Also eine MySQL-Datenbank. Wenn ich auf diesen Run-Knopf hier drücke, dann wird also auf diesem aktuellen Datenbankzustand, den ich hier drüben so, wenn ich hier draufklicke, sehe ich, was im Buch denn so an, nicht an Inhalten ist, aber dann sehe ich, was es für Attribute drin gibt. No rows returned. So, jetzt hat es funktioniert. Ich hatte eben diesen Teil hier nur selektiert und damit ist nichts passiert. Select Stern vom Buch. Habe ich laufen lassen, indem ich auf Run gedrückt habe. Wenn ich mir das Ergebnis anschauen will, kann ich jetzt hier draufklicken und bekomme also, wenn man es genau anschaut, die Buchrelation so zurück wie auf der Folie gegeben. Also ich habe eine ISBN-Spalte, ich habe eine Titelspalte, ich habe eine Verlagsspalte. Es ist in irgendeiner Art sortiert, weil ich nicht angegeben habe, wie es sortiert sein soll. Diese SQL-Pad-Verlinkung wird es jetzt hier auf vielen Beispielen geben. Ich klicke sie nicht jedes Mal an, aber wenn Sie da später nochmal durchgehen und so ein bisschen mit den Anfragen rumspielen wollen, hier oder da was verändern wollen, die sind alle quasi schon vorbereitet. Was passiert, wenn ich nicht einfach nur die komplette Relation zurückbekommen möchte, sondern sage, ich will eigentlich nur Titel und Verlag haben? Also Original habe ich in der Relation Buch ISBN, Titel und Verlag. Jetzt sage ich, ich hätte gerne nur Titel und Verlag. Dann bekomme ich sowas zurück, wo eben nur Titel und Verlag drin steht. Im Moment habe ich die Sortierung nicht festgelegt in der beliebigen Sortierreihenfolge. Auch hier könnten Sie jetzt wieder auf SQL-Pad klicken und dann so ein bisschen mit der Anfrage rumspielen, wenn Sie wollen. Ja, gucken wir uns noch ein bisschen ein paar andere Beispiele an. Ganz grundsätzlich, wir haben immer noch keinen Where-Block, also wir haben noch keine Bedingungen gesetzt. Setzen wir mal eine Bedingung, sowas wie, ich hätte gerne Titel und Verlag von den Büchern, die aus dem Edison Wesley Verlag sind. Naja, ist ein bisschen komisch, weil eigentlich weiß ich, dass der Verlag Edison Wesley ist, aber ich habe jetzt hier gesagt, möchte ich auch noch haben, den Verlag. Dann bekomme ich sowas zurück, wie eben Titel und Verlag und es sind halt nur noch zwei von den ursprünglich vier Büchern, weil nur hier bei zwei in Edison Wesley steht.
Können Sie vielleicht hier, wenn Sie draufklicken, auch nochmal SQL-Pads sich anschauen und sehen dann eben, dass das analog tatsächlich passiert ist. Man könnte auch noch sowas machen und sagen, ich will einfach nur den Verlag selecten, also nur eine Spalte aus der Tabelle haben, aus der Buchtabelle, dann bekomme ich halt einfach nur diesen Verlag zurück. Wichtig, worauf man nochmal achten sollte, Addison Wesley steht jetzt hier zweimal. Ich habe noch nicht gesagt, dass im Ergebnis keine Duplikate mehr stehen sollen. Und ich möchte hier tatsächlich auch Duplikate erstmal nicht entfernen. Ich habe es ja quasi nicht formuliert, dass die Duplikate weg sein sollen. Im Prinzip könnte ich jetzt hiermit nochmal zählen, wie viele Bücher habe ich. Wenn ich das Duplikat frei gemacht hätte, dann könnte ich nur sowas zählen wie, wie viele verschiedene Verlage habe ich. Aber Duplikat frei muss ich es also selber machen, wenn ich will, dass Addison Wesley hier nicht auf zweimal auftaucht. Gucken wir uns später nochmal an, wie man es macht. Muss ich extra noch sagen, bitte ohne. Also bitte unique, bitte keine doppelten Einträge in der Ergebnisrelation. SQL an sich, also als Grundidee, die Relationen sind Multimengen. Wenn ich möchte, dass da nicht zwei gleiche Einträge drinstehen, muss ich es explizit sagen. Der Standardansatz ist zu sagen, Multimenge. Wenn ich sage, ich möchte keine Multimenge haben, gibt es also das reservierte Wort distinct. Das ist jetzt deswegen nicht fett, weil es nicht Teil dieses Kernblocks select from where ist. Aber wenn ich sage, ich möchte gerne nur unterschiedliche Verlage haben, dann sage ich select distinct und der Unterschied, Sie schauen, ist tatsächlich, dass dann hierbei das letzte Tupel wegfällt, weil ich sage, bitte nur unterschiedliche Verlage, das Schlüsselwort dafür distinct. Also wichtig zu beachten, gerade wenn man dann irgendwie sowas macht wie in der Ergebnisrelation Zeilen zählen oder so, muss man sich vergegenwärtigen, wenn man nicht distinkt ausgewählt hat, kann es sein, dass man Duplikate in der Ergebnisrelation stehen hat. Manchmal ist das aber eben genau das, was man möchte. Und da das eher so ist, dass man sagt, die Duplikate zu entfernen, ist natürlicher als davon auszugehen, dass es keine Duplikate gibt, weil ich dann flexibler bin. Also ich kriege erstmal Duplikate zurück und wenn ich keine will, dann habe ich eine Möglichkeit, das zu formulieren. Hat man sich eben bei SQL auch dahin so entschieden, dass man sagt, das muss man explizit verlangen, wenn man keine Dubletten möchte. Syntaktisch ist so ein Select from Where Block ungefähr so aufgebaut. Also das hier ist jetzt so ein bisschen angelehnt an Backus-Naur Notation. Das, was ich im Prinzip auf jeden Fall brauche, ist Select from und das Where ist schon optional. Sie hatten jetzt eben schon die ein oder andere Beispielanfrage gesehen, wo Where gar nicht dabei ist. Also bei Select kann ich danach noch sowas wie All oder Distinct schreiben. Gerade wenn ich Distinct, schreibe, meine ich damit, dass keine Dubletten zurückkommen sollen. Und ich habe die Möglichkeit, sowas zu sagen wie, gib mir alle Attribute oder nur bestimmte, die ich so aufzähle durch so ein Komma. Attribute kann ich umbenennen in SQL. Also ich kann hier so einen As-Operator benutzen und sagen, Attribut A bitte als C37 zurückliefern. Also irgendwie einen anderen Namen für die Attribute vergeben, die ich in der Ergebnisrelation haben möchte. Das kann ich mit jedem Attribut machen, muss es aber nicht. Ich kann auch einfach die Attribute aufzählen und bleiben die Namen erstmal erhalten. In dem From-Teil werde ich also Tabellen aufzählen. Tabellen in dem Sinne, dass ich sage, aus welchen Relationen möchte ich denn Informationen zusammenstellen? Das ist im Prinzip das, worüber man zuerst nachdenkt, wenn man so eine Anfrage formulieren will in SQL. In welchen Tabellen ist es denn verteilt? Und auch hier habe ich die Option, durch dieses As, also eine Umbenennung durchzuführen von Relationen. Also ähnlich wie in der relationalen Algebra habe ich also auch so eine Umbenennungsmöglichkeit. Ich kann Attribute umbenennen oder ich kann ganze Relationen umbenennen. Und in dem Where-Teil kann ich noch eine Bedingung formulieren, die benutzt wird, um dann zu sagen, was konkret ich für Einträge aus diesen Tabellen haben möchte. Also nicht nur, welche Attribute möchte ich, sondern ich kann an die Tupel bestimmte Bedingungen formulieren. Und diese Bedingungen, die sehen dann so ein bisschen verwandt aus zu dem, was man im Tupelkalkül tatsächlich hat. Und dann hat man gesehen, es gibt noch so eine ganze Menge Zeug, was wir in der relationalen Algebra oder im Tupelkalkül nicht gesehen haben. Also ich kann gruppieren bezüglich von Attributen nach bestimmten Eigenschaften wieder. Also diese Gruppierung, da kann ich bestimmte Eigenschaften verlangen. Also wieder irgendwie einschränken, was wie gruppiert werden soll. Ich kann eine Sortierung nach bestimmten Attributen herbeiführen, indem ich sage, es soll aufsteigend oder absteigend sein. Also so rum oder so rum.
Ich kann irgendwie Dinge miteinander vereinigen und dann gibt es auch noch sowas wie, ich möchte vielleicht gar nicht alle Einträge haben, sondern nur eine bestimmte Anzahl an Tupeln aus Gründen. Das ist aber vielleicht nicht erstmal das Natürlichste, deswegen hier richtig ausgegraut. Der allerwichtigste Teil für SQL-Anfragen ist erstmal hier oben der. Und das hier sind alles Sachen, die es Menschen einfacher machen, Anfragen dann tatsächlich miteinander zu verbinden oder überhaupt die Ergebnisse zu lesen, wenn ich sie beispielsweise sortiert zurückgebe. Also, wenn man diese Syntax sich anschaut, da sind nicht alle Sachen drin. Wenn Sie vielleicht schon mal in sowas wie die Dokumentation von MySQL oder von irgendeinem anderen Datenbankding geguckt haben, hier wäre so ein Link beispielsweise für MySQL auf das Select Statement. Da gibt es noch viel, viel mehr. Das, was wir hier darstellen, ist erstmal das, was am allerwichtigsten ist, was eigentlich auch alle Datenbankmanagementsysteme mitbringen. Also diesen Teil der Syntax, den wir hier auf der Folie hatten. Gibt, wie gesagt, wenn man sich bei dem einen oder anderen System ein bisschen in die Doku mal reinklickt, gibt es noch das ein oder andere mehr, was wir hier tatsächlich erstmal nicht genau anschauen. Und manche Sachen, die es in manchem System gibt, sind dann eben in anderen tatsächlich nicht vorhanden oder anders umgesetzt. Deswegen dieser Grundanteil hier, Select from Where, Group by, Having, Order by, Union und vielleicht Limit, das sind so Sachen, die eigentlich mehr oder weniger überall vorhanden sind. Das AS ist also quasi das, womit man umbenennen kann. Die Umbenennung noch als Hinweis passiert dann nicht in der Datenbank selbst. Also ich werde jetzt nicht in der Datenbank die Relation umbenennen, sondern das ist nur in dem Gültigkeitsbereich von dem Select from Where Block. Also nur in der Anfrage sozusagen intern benenne ich Dinge gegebenenfalls um. Die Conditions, die ich hier angebe, also entweder bei dem Where-Teil oder bei dem Having-Teil, das sind ganz normale Formeln. Also im Prinzip aufgebaut aus Atomen und logischen Verknüpfungen. Das ist im Prinzip so, wie wir es im Tupelkalkül kennengelernt haben. Seit SQL 92 kann ich in der From-Klausel auch Join-Operatoren oder auch nochmal einen Select from Where-Block benutzen. Vorher gab es das nicht, aber SQL 92 ist mittlerweile auch so alt, dass wir es hier in der Vorlesung tatsächlich auch zulassen. Also wir gucken uns SQL 92 an und da kann ich auch explizit Join-Operatoren benutzen oder eben tatsächlich auch nochmal einen anderen Select from Where Block reinschachteln, um so eine Art ja, Zwischenoptimierung vielleicht von der Anfrage. Man kann sich das so ähnlich vorstellen, wie beispielsweise eine Selektion in der relationalen Algebra möglichst weit nach innen zu ziehen oder so, dass ich in der From-Klausel also schon die Relation, die ich eigentlich benutze, noch verkleinere, um zu sagen, ich spare mir ein bisschen Aufwand oder so. Man könnte davon ausgehen, dass so die Anfrageoptimierer in den verschiedenen Datenbankmanagementsystemen dann tatsächlich sowas auch machen, aber man kann es auch eben auch schon als Anfragesteller, Stellerin tatsächlich explizit machen und sagen, in der From-Klausel. Gucken wir uns gleich nochmal an, kann ich auch schon nochmal wieder ein Select from Where einschachteln. Die From-Klausel selbst ist im Prinzip der Startpunkt. Wann immer man eine Anfrage formulieren möchte in SQL, muss man eigentlich als erstes drüber nachdenken, in welchen Relationen, in welchen Tabellen meiner Datenbank liegen denn die Informationen, die ich brauche. Also der Ausgangspunkt ist nicht unbedingt, dass man sagt, was kommt nach dem Select. Kann man auch überlegen, was jetzt also die Attribute sind, die man eigentlich haben möchte. Aber so das Eigentliche, worüber man wirklich nachdenken muss, wenn man eine Anfrage formuliert, ist das, was in die From-Klausel gehört. Das ist so das Erste. Beim Select ist es relativ klar, da sagt mir halt jemand, ich will einen Namen zurück oder eine Liste von Namen oder irgendwie eine Summe von Gehältern oder sowas. Das ist relativ klar, aber in der From-Klausel, da muss ich tatsächlich drüber nachdenken, was habe ich denn an Relationen in meiner Datenbank und welche Informationen in der Datenbank steht denn an welcher Stelle, also in welcher Relation. Die Liste, die ich dann danach angebe, sind also alle Relationen, die ich benutzen möchte, alle Tabellen, die ich benutzen möchte, also Table 1, Table 2, Table 3, 4 und so weiter, wie viele ich halt brauche. Die trenne ich durch ein Komma voneinander ab und meine damit, und das ist ganz wichtig, gucken wir dann gleich auch nochmal bei einem Beispiel so ein bisschen genauer vielleicht hin, meine damit, dass ich eigentlich die alle miteinander verknüpfe im Sinne des kartesischen Produkts. Also alle Sachen, die in der frommen Liste stehen, werde ich über ein kartesisches Produkt miteinander verknüpfen. Muss man erstmal sacken lassen. Das ist vielleicht nicht unbedingt das, woran man dachte, weil wenn man an kartesisches Produkt denkt, das ist ja groß. Also kann auch ein bisschen größer werden. Ich nehme einen kleinen Schluck Wasser. Sie können auch eine kurze Pause machen zum sacken lassen. Nach so einem harten Tobak wie, es wird immer das kartesische Produkt gebildet. Muss man vielleicht kurz setzen lassen.
Okay, kommen wir nachher nochmal drauf zurück zu dem kartesischen Produkt, wenn wir uns mal überlegen, wie wir eine konkrete Anfrage vielleicht formulieren. Was dann auch so der Unterschied zum vielleicht Ihnen näher liegenden Programmierdenken ist. Gerade wenn Sie schon mal so ein bisschen programmiert haben, ist das kartesische Produkt zu bilden. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick erstmal super, ja, ineffizient. Was macht man noch? Diese Aliase, also falls ich Dinge umbenenne, das ist im Prinzip das, was wir mit Tupelvariablen im Tupelkalkül gemacht haben. Also ich benutze das Umbenennen von Tabellen, um Tupelvariablen zu erzeugen und die ich dann benutzen kann, um Attribute zu qualifizieren. Also sowas wie Attribut X aus Relation Y zu sagen. Also dafür benutze ich im Prinzip diese Aliase, um das dann konkret ansprechen zu können. Ich kann es natürlich auch über den originalen Namen der Relation ansprechen, aber wenn ich halt beispielsweise eine Relation zweimal benutzen möchte, dann wird es sich anbieten, die unter zwei verschiedenen Aliasen zu benutzen. Also das selbe Attribut mehrfach zu benutzen, das geht mit Aliasen sehr, sehr leicht. Und damit kann ich im Prinzip auch so eine Relation oder eine Tabelle mit sich selbst joinen. Also sowas wie ein Self-Join einer Tabelle mit sich, das geht über so Aliase ganz gut. Gucken wir uns ein Beispiel an. Also angenommen, ich habe hier so diese Mitarbeitertabelle mit Einträgen Name, Person, Personalnummer, Wohnort, die Nummer vom Chef, also Personalnummer vom Chef und die Abteilungsnummer. Wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund sagen will, ich will gern jedes mit jedem joinen, dann wäre die kurze Anfrage select Stern from Mitarbeiter ASM. Also ich benutze einmal M für Mitarbeiter und Mitarbeiter nochmal als Employee. Damit ich es mit sich selbst joinen kann, habe ich jetzt zwei Namen vergeben. Ich hätte auch hier M1 und M2 oder so benutzen können, wenn es kurz sein soll. Und das, was eigentlich rauskommen soll, ist jetzt das kartesische Produkt. Also jeder dieser vier Einträge mit jedem dieser vier Einträge, also wird es 16 Zeilen lang sein. Und diese Attribute sollten eigentlich jeweils zweimal vorhanden sein. Also sollten eigentlich 10 Spalten passieren. Wenn Sie SQL-Pad benutzen, falls Sie nachher dann mal in Ruhe draufklicken oder so, werden Sie sehen, SQL-Pad kriegt das nicht hin. Da ist ein Bug drin. Haben die Kollegen aus Weimar auch schon dem Entwicklerteam von SQL-Pad als Issue mitgeteilt. Die haben dann Parsing-Fehler. MySQL, was im Hintergrund liegt, kriegt das eigentlich super hin. Da kommt eine Tabelle mit 10 Spalten, 16 Zeilen raus. SQL-Pad kriegt das nicht hin. Die parsen da nur 5 Spalten raus. Also nicht verwirren lassen. Hier dieser SQL-Pad-Link, der gibt Ihnen tatsächlich ein falsches Ergebnis zurück. Und die Entwickler von SQL-Pad haben auch schon gesagt, sie wollen das eigentlich nicht fixen. Aus Gründen. Also das ist so eine der Anfragen, die im SQL-Pad nicht genau das zurückliefert, was man von einem Datenbanksystem sonst erwarten würde. Ist aber vielleicht auch eher so ein Parsing-Problem für die Anzeige. Also wenn Sie MySQL nativ benutzen würden, würde dann beim Joinen dieser Tabelle mit sich selbst, also beim Ausführen dieser Anfrage, tatsächlich eine Ausgabe mit 10 Spalten und 16 Zeilen entstehen. Also jedes Attribut nochmal und jedes Tupel von den Vieren mit jedem Tupel von diesen Vieren, also 4 mal 4, 16 Spalten, passt deswegen leider nicht hier unten hin. Aber das würde passieren, also Tabelle mit sich selbst gejoint und im Prinzip, ich habe hier keinen expliziten Join aufgeschrieben, der ist aber implizit durch das Aufzählen passiert. Ne? Durch dieses Komma hier wird im Prinzip all das hier miteinander zusammengehängt. Und es ist eigentlich kein wirklicher Join im Sinne des natürlichen Verbunds, sondern es ist dieser entartete Join, bei dem ich nicht auf gleichen Attributwerten gejoint habe, sondern bei dem ich das kartesische Produkt gebildet habe. Also im Prinzip jedes Tupel mit jedem Tupel der Tabelle kombiniert. Also hinter Smith und so weiter habe ich nochmal Smith und so weiter, Wong und so weiter, Zelaya und so weiter, Wallace und so weiter gehängt. Also habe ich aus Smith dann quasi vier Tupel gemacht und entsprechend bei Wong, Celia und Wallace dann auch. Das wäre also im Prinzip das Einfachste, was ich mit der From-Klausel meine. Wenn ich da Tabellen aufzähle, dann meine ich immer, baue mir mal bitte das kartesische Produkt raus. Also aus diesen Dingern möchte ich dann Informationen generieren. In der Select-Klausel, da spezifiziere ich die Attribute, die im Ergebnisschema vorkommen sollen. Haben wir jetzt hier so als zweites, weil im Prinzip der Kern, das, worüber man als erstes wirklich nachdenken muss, die From-Klausel ist. Das, was in die Select-Klausel kommt, das ist ja im Prinzip mehr oder weniger bei den meisten Anfragen direkt vorgegeben. Bitte gib mir Titel und Verlag von Büchern aus, die bestimmte Eigenschaften haben. Dann gebe ich halt auch tatsächlich im Select nur Titel und Verlag an.
kann also auch hier sowas sagen wie gib mir alle. Der Platzhalter dafür wäre so dieser Asterisk, dieser Stern, also als Wildcard-Operator, gib mir alle zurück. Ansonsten werden die zurückgegeben, die ich hier aufgezählt habe. Also in so einer komma-separierten Liste kann ich die Attribute spezifizieren, die im Ergebnisschema auftauchen sollen. Die ich da spezifiziere, die Attribute, das müssen, da darf ich keine spezifizieren, die nicht in den Relationen vorkommen, die ich in der From-Klausel aufgeführt habe. Also ich kann jetzt im Ergebnisschema nicht ein Attribut X benennen, was im Ergebnis vorkommen soll, was aber in keiner dieser Relationen vorkommt, die ich in der From-Klausel stehen habe. Also die Attribute, die ich hier aufzählen kann, die sind eigentlich beliebig, aber eben nur beliebig aus den Relationen, die ich in der From-Klausel spezifiziert habe. Wenn ich da Attribute habe, die denselben Namen haben, aber aus verschiedenen Relationen kommen, dann kann ich die qualifizieren, indem ich den Relationennamen davor schreibe, mit der Punktnotation, die Sie vielleicht aus der einen oder anderen Programmiersprache auch schon mal kennengelernt haben. Also mit der Punktschreibweise sage ich, erst kommt der Relationenname, dann kommt der Name oder der Bezeichner des Attributs. Für jede Basisrelation, die es in der Datenbank gibt, gibt es auch schon so ein qualifizierendes R. Also da kann ich einfach den Relationenbezeichner hinschreiben. Da muss ich nicht erst irgendwie was deklarieren, sondern das kann ich direkt hinschreiben. Wenn ich Aliase benutze, dann benenne ich die Attribute fürs Ergebnisschema um. Benenne jetzt aber nicht die Attribute in den Basisrelationen um. Also die Bezeichner in den Basisrelationen, die kann ich mit einer Anfrage nicht umbenennen. Ich benenne aber Attribute für das Ergebnisschema um. Das, was mir dann am Ende angezeigt wird. Und ob ich jetzt hier das All oder Distinct benutze, also All ist Default oder Distinct, das wird also dann irgendwie eine Aussage darüber treffen, ob ich dublettenfreies Ergebnis habe, dann hätte ich Distinct benutzen müssen, oder ob ich, wenn ich im Ergebnis denselben Wert dann nochmal für irgendwas sehe, ob ich den mehrmals sehen möchte. Also möchte ich eine Multimenge als Ergebnis haben, Standard in SQL, oder möchte ich nur Menge haben, die dublettenfrei ist, also normale, in Anführungsstrichen, Mengen, dann muss ich es aber explizit sagen, dann muss ich distinkt sagen. Diese Dubletten-Eliminierung, dass das also nicht Default ist, hat mehrere Gründe. Ein relativ einfacher Grund ist sowas wie, typischerweise, wenn ich Duplikate eliminieren möchte, dann muss ich erstmal sortieren. Sie vielleicht alle nochmal wieder aufwachen oder noch dabei bleiben. Wie teuer ist denn sortieren? Asymptotisch. Erinnern Sie sich an die Laufzeit? Wie kann ich schnell vergleichsbasiert sortieren? Und wie schnell geht das? Fühlen Sie sich gerade alle ganz genau von mir angeschaut? Wenn Sie jetzt im Hörsaal sitzen würden, würde ich jeden von Ihnen so durchbohrend anschauen, als würde ich unbedingt eine Antwort von Ihnen erwarten. Sie studieren ja alle irgendwas Informatikaffines, also wie lange dauert Sortieren? Warte noch kurz, tippt jetzt jemand? Oh, von n log n. Was ist denn n? Hier in dem Fall. Die Anzahl der Tupel, genau. Und wenn ich jetzt in so einer Multimenge ziemlich viele Tupel habe, n log n, naja, das kostet schon einen Moment. Ne? Also ist jetzt nicht mal eben so gemacht. Sie erinnern sich vielleicht, gibt es so ein paar Verfahren, die n log n garantieren können, also zumindest asymptotisch. Das ist aber eben schon so, dass ich das vielleicht jetzt nicht jedes Mal machen möchte. Haben Sie eine Idee, wie ich ohne Sortieren auskommen könnte? Wenn ich Ihnen jetzt sage, Sie sollen Dubletten aus einer Menge oder aus so einer Ergebnisrelation eliminieren. Sie dürfen aber nicht sortieren. Was würden Sie dann vielleicht machen? Oder was würden Sie fragen, ob es vielleicht so oder sowas gibt für die Menge? Keine Idee?
Man könnte einen Index bauen, ne? Also könnte statt zu sortieren sagen, ah, dann baue ich, wenn ich nicht sortieren darf, baue ich halt einen Index und frage dann, gibt es in dem Index Einträge, die quasi gleiche Werte haben? Das wären dann beispielsweise ein Index über die Schlüsselattribute oder so. Das wäre dann was, wo ich sage, dann gucke ich mir die Tupel, den Rest einfach mal genau an. Wenn ich sortiere, dann ist ja so die Grundidee, dass ich sage, die gleichen Sachen, die müssen dann nacheinander stehen. Muss ich mir die Tupel auch anschauen. Wenn ich einen Index hätte, könnte ich sagen, ich frage mal jede Ausprägung von dem Schlüsselattributen an oder so und gucke, ob es da mehrere Ergebnisse für gibt und dann muss ich mir den Rest der Tupel anschauen. Aber dafür müsste ich einen Index bauen und typischerweise habe ich einen Index nicht für Ergebnisrelationen direkt schon mit, sondern Index habe ich eigentlich nur für die Basisrelation. Also auch da müsste ich irgendwie Aufwand treiben, um den Index zu bauen und das will man manchmal erstmal einfach vermeiden. Zweiter wichtiger Grund, Dubletten nicht per se einfach so zu eliminieren, neben gewissem Aufwand, den ich vielleicht für Sortierung oder fürs Index erstellen brauche. Zweiter Grund ist, wenn ich Dubletten eliminiere, kann es das Ergebnis verfälschen. Sie kurz drüber nachdenken. Haben Sie ein Szenario, wo Sie sagen, oh ja, da würde das Entfernen von Dubletten das Ergebnis verfälschen? Ich kann Ihnen mal ein Szenario skizzieren, an das Sie wahrscheinlich alle auch gerade denken. Gehaltsdatenbank einer Firma. Und ich möchte beispielsweise sowas machen wie, keine Ahnung, eine Summe der Gehälter, um irgendwie zu gucken, ist das noch in meinem Budget, was ich gerade habe oder so. Dann könnte ich sowas machen wie als Zwischenergebnis erstmal sowas sagen wie, gib mir mal die Gehaltsspalte aus, weiß nicht, meiner Mitarbeitertabelle oder so. Dann habe ich nur noch eine Spalte mit Gehältern und wenn die dublettenfrei wäre, müsste ich davon ausgehen, dass es nicht zwei Personen in meiner Firma gibt, die dasselbe Gehalt bekommen. Also, wenn da der gleiche Betrag steht, würde Dubletteneliminierung einen davon eliminieren. Und dann wäre meine Gehaltssumme falsch. Also, es macht auch tatsächlich semantisch erstmal mehr Sinn zu sagen, Dubletten bleiben erstmal drin, außer ich erzwinge durch das Verwenden von Distinct, dass Dubletten entfernt werden. Und wenn ich Distinct benutze, wird es also immer so sein, dass ich irgendwie noch ein bisschen mehr Aufwand treiben muss, weil eben entweder ein Index angelegt wird oder sortiert werden muss und dann in der sortierten Reihenfolge Dinge entfernt werden. Aber tatsächlich gibt es also auch semantisch den Grund, dass ich sowas sage wie, ja, vielleicht möchte ich wirklich nicht immer, dass in der Ergebnisrelation alle gleichen Tupel, also die gleiche Einträge haben, entfernt werden. Gerade bei so einem Beispiel wie etwa Gehaltssumme ausrechnen oder so. Gut, gucken wir uns noch ein bisschen weiter an, was man im Select machen könnte. Da kann man ja viele Sachen machen und viele davon sind am Ende so, dass es semantisch äquivalente Anfragen sind. Also angenommen, ich habe hier eine Mitarbeitertabelle und eine Arbeitet-in-Tabelle, so quasi ein Ausschnitt unserer Firma. Und ich sage sowas wie, gib mir mal Spalte Personalnummer aus Mitarbeiter. Dann könnte ich das kurz so machen. Könnte es aber auch qualifizieren und sagen, gib mir mal Personalnummer aus Mitarbeiter. Also Mitarbeiter-Personalnummer mit dieser Punktnotation aus Mitarbeiter. Ich habe es hier qualifiziert, weil ich vielleicht nicht wusste, dass das dadurch schon eindeutig ist, dass ich sage, hier from Mitarbeiter. Gibt ja auch die Personalnummer hier nochmal. Jetzt habe ich es also hier sicherheitshalber qualifiziert, aber eigentlich muss ich es nicht, weil Personalnummer sowieso nur aus dem Teil gedacht wird, der in diesem vom Mitarbeiter steht. Können Sie auch anders qualifizieren, indem ich sage, Mitarbeiter, die Relation benenne ich erstmal M. Kann ich diese M-Punktnotation benutzen oder ich sage as M, also as muss ich tatsächlich nicht jedes Mal hinschreiben, ich kann es auch weglassen. All diese vier Varianten hier sind semantisch äquivalent in dem Sinne, dass das Ergebnis dasselbe sein wird. Syntaktisch sind sie ein bisschen unterschiedlich, aber im Prinzip liefern sie alle diesen Eintrag hier zurück, also diese Spalte Personalnummer. Also habe ich mehrere Varianten, wie ich das formulieren kann, was nicht geht, was verboten ist, wo auch dann im Prinzip, also wenn ich hier die Varianten sozusagen mit dem Grün mal so andeute, was nicht geht, was SQL dann auch als so eine Art Compiler-Fehler Ihnen zurückliefern wird, wäre sowas. Select Personalnummer
aus Mitarbeiter und arbeitet in Projekt, weil jetzt plötzlich Personalnummer nicht mehr eindeutig ist. Ich habe hier Personalnummer in der Relation, ich habe hier Personalnummer in der Relation. Damit ist es mehrdeutig. Ich hätte es jetzt hier unbedingt qualifizieren müssen. Also ich hätte jetzt sagen müssen, meine ich Personalnummer aus Mitarbeiter oder meine ich Personalnummer aus arbeitet in Projekt. Da bekomme ich also eine Fehlermeldung. Können Sie auch mal im SQL-Pad probieren. Da wird Ihnen gesagt werden, nö, das geht nicht. Das ist nicht eindeutig. Kann ich als Anfrage nichts mit anfangen oder nicht beantworten. So, jetzt haben wir Select und From oder From und dann Select abgearbeitet. Kommen wir zu einem wichtigen Teil. Die sind alle wichtig, aber From ist das, womit ich anfange. Select ist meistens das, was sich relativ einfach ergibt, weil ich in der Anfrage, die ich im Kopf habe oder die mir jemand vorgibt, direkt schon weiß, was als Ergebnis Spalten gewünscht ist. Die Where-Klausel ist die muss ich gar nicht mehr hinschreiben. Also manchmal kann ich auch einfach nur Select From machen, wenn ich einfach so eine Tabelle beispielsweise zurückhaben möchte oder eine ganze Spalte aus so einer Tabelle oder so. Die Where-Klausel ist die, mit der ich selektiere. Also das, was ich in der relationalen Algebra mit dem Sigma, mit dem Selektionsoperator gemacht habe, das ist im Prinzip das, was ich in die Where-Klausel schreibe. Und zwar kann ich jetzt Tupel selektieren von den Relationen, die ich in der From-Klausel stehen habe. Also bei dem Select-Teil, bei der Select-Klausel einer SQL-Anfrage kann ich nur Attribute auswählen, die in der From-Klausel in irgendeiner Relation vorkommen. Also die in irgendeiner Relation aus der From-Klausel vorkommen. Und in der Where-Klausel kann ich nur Tupel selektieren aus Relationen, die in der From-Klausel vorkommen. Also all das, was ich benutzen möchte an Informationen, muss ich in der From-Klausel aufgeführt haben. Also im Prinzip so die Grundidee bei der relationalen Algebra, denke ich am Anfang drüber nach, wo stehen denn die Informationen drin, in welchen Relationen, die ich benutzen möchte. Die join ich dann irgendwie oder benutze eine Division oder so. Beim Nachdenken über eine SQL-Anfrage muss ich das in die From-Klausel schreiben. All die Sachen, die ich benutzen will, die muss ich in die From-Klausel schreiben. Idealerweise schreibe ich nicht mehr rein, weil im Hinterkopf haben Sie ja immer noch, da wird einfach ein großes kartesisches Produkt erstmal draus aus dem Zeug, was in der From-Klausel steht. Wenn ich da jetzt immer alle Relationen reinschreibe, die ich in der Datenbank habe, dann können Sie sich vorstellen, wird immer ein sehr, sehr großes kartesisches Produkt draus. Mit der Where-Klausel selektiere ich dann und zwar die Tupel, die diese Bedingungen, die in Condition, also als Platzhalter steht, die in Condition steht, die da diese Bedingungen erfüllen. Nur die benutze ich, werden in die Ergebnismenge aufgenommen. Wichtig aber nochmal, die Ergebnismenge ist eine Multimenge. Außer ich habe irgendwo gesagt, distinct. Diese Bedingung, die ich in der Where-Klausel formuliere, ist im Prinzip eine logische Formel. Also das, was wir Alpha im Tupelkalkül genannt haben oder wenn Sie das Domänenkalkül noch nacharbeiten, was da Alpha hieß. Es gibt ein paar Ausnahmen. Also in dem Sinne, dass ich die logischen Operatoren jetzt hier ausschreibe mit den reservierten Wörtern AND, OR, NOT. Also es gibt jetzt nicht mehr diese Dächer oder dieses halbe Viereck, sondern die Dinger heißen jetzt AND, OR, NOT, also quasi verbalisiert. Und es gibt mengenwertige Operatoren oder Operanden. Und die Operatoren dafür, die benutzt werden dürfen in SQL, sind sowas wie in, also enthalten sein, exists oder any. Aber es gibt keinen Alquantor. Das ist ganz wichtig. Der Alquantor, den gibt es nicht als Operator im SQL 92. Müssen wir uns später dann nochmal anschauen. Das ist ein kleiner Folienblock, dann kommen wir wahrscheinlich nächste Woche erst zu, wie tatsächlich so eine Alquantifizierung dann im SQL aussehen würde, wie ich sowas hinkriege. Und was auch sein darf, ein Operand kann eine Unterabfrage sein. Also ich könnte als einen Operanden, also als so ein mengenwertiges Ding, beziehungsweise so eine Tabelle, Relation, könnte ich einen kompletten komplexen Select from Where-Block wieder haben. Also so einen neuen Block nochmal wieder reingeschachtelt in diesen Where-Block auch. So ähnlich wie das auch beim From geht. Beispiele gucken wir uns dann auch gleich noch auf Folien an. Also ein paar Unterschiede, gibt auch ein paar Gemeinsamkeiten. Wenn ich beispielsweise den Gleichoperator benutze, dann ist das im Prinzip dieser Join, dieser Equi-Join, beziehungsweise ich kann auch statt gleich was anderes benutzen, dann wäre es der Theta-Join, den wir aus der relationalen Algebra kennen. Den kann ich auf Attribute von zwei Relationen anwenden. Also wenn ich den Gleichheitsoperator benutze und rechts ein Attribut aus einer Relation und links ein Attribut aus der anderen Relation steht, dann führe ich damit implizit einen Join durch. Also beispielsweise einen Theta-Join oder Equi-Join.
Wenn ich mehrere durch dann AND verknüpfte Gleichheitsbedingungen habe, dann habe ich solche Mehrwege-Joins, sowas wie Dreiweg-Join oder so, wenn ich aus drei oder vier Wege-Join, wenn ich aus vier Relationen Informationen benutze. Die verknüpfe ich dann mit AND. Ich habe also keinen expliziten Join-Operator, aber das ist das, was ich bekomme, wenn ich das logisch verknüpfe. Es gibt noch ein paar andere Operatoren, die wir in der relationalen Algebra oder im Tupelkalkül dann gar nicht hatten. Im Tupelkalkül könnte ich die implizit definieren, indem ich halt Formelausdrücke mache. Aber es gibt so abkürzende Schreibweisen, sowas für between. Also wenn ich sage, irgendwas muss zwischen 1 und 5 liegen oder so. Oder ich habe auch Mustervergleiche. Im Prinzip so ein ganz einfaches Konstrukt, womit ich sagen kann, bestimmte Stringbedingungen beispielsweise sollen erfüllt sein. Gucken wir uns auch gleich im Beispiel noch mal ein paar Sachen an. Also beispielsweise bei einem kleinen Ausschnitt unserer Firmendatenbank, wenn ich sage, ich hätte gerne alle Mitarbeiter, also komplette Tupel, komplette alle Spalten aus der Mitarbeiterrelation, die einen Chef haben, dessen Personalnummer kleiner als 8000 ist, dann könnte ich das so machen, dass ich sage, Select Stern, also ich möchte gerne komplett das Tupel haben, alle Einträge haben aus der Mitarbeiterrelation, weil dort ist ja die Chefpersonalnummer abgelegt. Und ich sage, die Personalnummer soll kleiner als 8000 sein. Bekomme ich also als Ergebnis das hier zurück. Kann also so einen Vergleich durchführen. Und hier implizit kann ich, ohne das expliziter zu machen, hinschreiben, die Chefpersonalnummer soll kleiner als 8000 sein. So wie man es natürlicherweise hoffen würde, aufschreiben zu können. Ich könnte auch sowas sagen wie, ich hätte gern alle Mitarbeiter-Tupel, bei denen im Wohnort sowas wie Öl vorkommt. Also nicht Öl als Öl, aus dem dann Sprit irgendwie wird, aber OEL als Teilstring. Wenn man sich das anguckt, wird also nur Köln Öl enthalten. Kommt also das Tupel Wong dann zurück, weil hier im Wohnort Öl vorkommt. Also so eine Art Muster, ganz einfache Mustererkennung oder String Matching könnte ich mit diesem Like-Operator beispielsweise durchführen. Analog können jetzt auch sowas machen wie, keine Ahnung, where name between A, also Groß A, Groß N oder sowas. Groß A und Groß N könnte ich formulieren. Dann würde ich hier wahrscheinlich gar nichts zurückbekommen, weil S, W, Z und W tatsächlich nicht zwischen A und N liegen. Also so für diesen Between-Operator könnte ich auch so ein ähnlich einfaches gestricktes Beispiel machen. Wird auch so benutzt, wie man sich es natürlicherweise vorstellen würde. Wenn ich die Where-Klausel ein bisschen mehr reinpacke als nur irgendwie einen Vergleich oder so, dann könnte ich hier zum Beispiel sowas sagen wie or, oder ich hätte auch ein and sagen können. Gucken wir mal kurz drauf, was wir erwarten würden. Also es wird irgendwie alle Attribute geben von Mitarbeitertupeln und arbeitet in Projekttupeln, wobei bestimmte Eigenschaften erfüllt sind. Die Personalnummer vom Mitarbeiter soll dieselbe sein wie die arbeitet in Personalnummer. Also packe ich tatsächlich an so ein Tupel immer nur noch was dran, was aus dieser Arbeitet-in-Projekt-Spalte ist, wenn die Personalnummer gleich ist. Also so ein Equi-Join quasi auf klassifizierten Attributen. Eigentlich ist es auch ein Natural-Join, weil nur die Personalnummer sozusagen in beiden vorkommt. Oder ich sage, gib mir noch die dazu, die Mitarbeiter-Tupel, bei denen die Chefpersonalnummer genau diese spezifizierte hier ist, 9876. Wenn wir uns das Ergebnis angucken, das hat 6 Spalten. Die ersten 2 entstehen also durch diesen Join, den ich hier habe. Und die zweiten 4, die entstehen durch den zweiten Teil, dieses mit oder dran gehängte kartesische Produkt im Prinzip, bei dem ich sage, aber mich interessieren nur die, bei denen 9876 die Chefpersonalnummer ist. Also kartesisches Produkt mit so einer Auswahl, dann ist im Prinzip auch hier ein Teil der Ergebnismenge, die ich dann zurückbekomme, der Ergebnisrelation hier. Also die ersten 2 kommen sozusagen von dem Teil, die zweiten 4 kommen sozusagen von dem Teil in die Anfrage rein. Gut, jetzt sind wir hier an dem Punkt, wo wir dann nächste Woche weitermachen werden. Oder vielleicht auch nicht nächste Woche, weil ich eventuell nächste Woche unterwegs bin. Werde ich Ihnen nochmal eine Mail schreiben. Also zu 99% bin ich unterwegs. Dann werden wir übernächste Woche weitermachen. Aber beim nächsten Mal machen wir dann an der Stelle weiter, wo uns tatsächlich mal
beim Nachdenken über diese Frage hier drüber unterhalten, was denn eigentlich konzeptionell so anders ist, wenn man über SQL nachdenkt, als wenn man beispielsweise in einer Programmiersprache denkt, ihrer Lieblingsprogrammiersprache, der Programmiersprache ihrer Wahl. Das wird an der Stelle passieren, wenn wir uns fragen, wie kann man diese Anfrage hier beantworten? Als kleine Hausaufgabe sozusagen für Sie für die nächsten ein, zwei Wochen dann schon mal mitgegeben. Denken Sie mal drüber nach, wie würden Sie das hier programmiersprachlich lösen? Also nicht mit SQL, sondern tatsächlich als Programmiersprache. Und Hinweis, wenn Sie weiterblättern, steht nicht da. Also es ist wirklich was, wo Sie tatsächlich drüber nachdenken sollen. Gut, mit der Hausaufgabe genug für heute. Die Aufzeichnung wird dann wahrscheinlich in Kürze für Sie auch hier in diesem BigBlueButton-Raum zur Verfügung stehen. Und beim nächsten Mal, nächste oder wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich erst übernächste Woche, sehen wir uns dann wieder in Präsenz und schließen dann den SQL-Teil ab. Danke fürs Kommen und ja, falls Sie es später erst gesehen haben, danke fürs Zuhören. Tschüss! Willkommen zur Vorlesung zu den Datenbanken nach einer kleinen Pause von der Woche. Wir waren beim letzten Mal so mitten im SQL-Block stehen geblieben. Also wir wollen jetzt tatsächlich mal mit echten Datenbankmanagementsystemen sprechen, beziehungsweise im Moment stellen wir erstmal nur Anfragen, um rauszukriegen, was so in den Systemen eigentlich in den Datenbanken und Tupeln drin steckt. Und hatten beim letzten Mal auf der Folie hier aufgehört, wo ich Ihnen schon eine Aufgabe mitgegeben hatte, und zwar die Frage, wie würden Sie das denn hier programmiertechnisch angehen? Kann da jemand einen Vorschlag machen? Wie würde man sowas programmiertechnisch umsetzen, wenn man jetzt keine SQL-Anfrage stellt, sondern ich Ihnen sage, ich gebe Ihnen das hier in zwei Textdateien oder so, zeilenweise sortiert. Also jedes Tupel eine Zeile. Wie würden Sie es machen, wenn Sie das programmieren müssten in Programmiersprache Ihrer Wahl, High Level? Also mich interessiert erstmal nur so ganz grob. Was würden Sie machen? Ja, ungefähr sowas hatte ich befürchtet. Also Sie können auch gerne was in den Chat tippen oder reinpasten oder so. Grundsätzlich ist es immer am besten, wenn Sie nicht nur per Kopfhörer hier in den Raum kommen, sondern mit Mikrofon. Dann können Sie nämlich einfach was sagen. Das geht für alle immer schneller. Vielleicht kommt der eine Kommilitone nochmal mit Mikrofon zurück und will was sagen. Ich warte mal einen kurzen Moment. Nee, doch nur mit Mikrofon wieder zurückgekommen. Ja, dann funktioniert es natürlich nicht besonders interaktiv, wenn Sie sich nicht melden. Ich bin mal davon ausgegangen, dass vielleicht Ihre Lösung, die kommen würde, sowas ist wie, boah, würde vielleicht eine Vorschleife schreiben, die irgendwie zeilenweise die Datei einliest und dann immer schaut, ob die Abteilungsnummer stimmt, beziehungsweise ob erstmal welche Abteilungsnummer Smith hat. Und dann sehen, dass die Abteilungsnummer 5 ist und dann vielleicht mit einer zweiten anschließenden Vorschleife, nicht geschachtelt, nochmal drüber zu gehen und zu schauen, wo denn noch die 5 vorkommt, außer bei Smith. Das hatten Sie vermutlich sich alle auch so überlegt. Also eine relativ einfache Struktur in der Programmiersprache zum Lösen von so einem Problem hier, weil man sagt, man wird es halt eigentlich immer zeilenweise wahrscheinlich durchgehen. Also jetzt gar nicht irgendwie groß Zwischenergebnisse speichern, sondern einfach nur in der ersten Vorschleife die Abteilungsnummer von Smith suchen und dann mit der zweiten nachgeschalteten Vorschleife, nicht geschachtelt, sondern einfach nacheinander mit der zweiten Vorschleife dann schauen, wo dann die 5 noch vorkommt. Das ist eine ganz andere Denk- oder Herangehensweise, als man es bei Datenbanken dann tatsächlich macht. Bei Datenbanken hat man sowas wie Vorschleifen erstmal nicht. Und die Denkweise, das ist vielleicht so der eine wichtige Unterschied, den man sich ganz klar vergegenwärtigen muss, wenn man versucht, in Datenbanken irgendwie Anfragen zu stellen oder irgendwelche Dinge rauszuholen, dass man eigentlich nicht mehr so denken sollte, wie man es beim Programmieren vielleicht gelernt hat oder wie man es vom Programmieren her gewöhnt ist. Also Vorschleifen haben wir erstmal nicht. In einer Datenbank würde man die Anfrage wahrscheinlich so formulieren, dass man sagt, okay, als erstes sage ich mal, in welchen Tabellen stecken denn die Sachen, die mich interessieren? Eigentlich brauche ich diese arbeitet in
Hier rechts steht, die brauche ich gar nicht. Die Abteilungsnummer von Smith steht hier drin und die Abteilungsnummer der anderen Mitarbeitenden steht auch hier drin. Also im Prinzip mache ich ein großes Kreuzprodukt. Das ist im Prinzip das, was diese Fromm-Auflistung macht, wenn Sie sich erinnern. Also das, was im Fromm steht, bedeutet, ich mache ein großes Kreuzprodukt. Das wird erstmal sehr, sehr groß. Wenn Sie dagegen halten, was so eine Vorschleife im programmiertechnischen Sinne machen würde, die geht da einfach zeilenweise durch, also tupelweise. Also das ist schon ein ganz schöner Overkill, den so eine Datenbankanfrage dann hier verursacht, wenn ich erstmal sage, in dem Fromm liste ich auf, was ich möchte, nämlich ich möchte Informationen aus Mitarbeiter haben und die mit Informationen aus dieser Mitarbeitertabelle kombinieren. Da ich hier nichts genauer spezifiziert habe, steht hier erstmal nur das Kreuzprodukt da. Das kann ja ganz schön groß werden. Also hier in dem Fall jedes dieser vier Tupel mit jedem dieser vier Tupel, also insgesamt 16 Zeilen. Und dadurch, dass die gejoint werden, habe ich auch jeweils 10 Spalten. Also gejoint im Kreuzproduktsinn, einfach hintereinander gehängt. Also ziemlich großes Ding, was da erstmal entsteht. Auf dem arbeite ich dann, anders als mit den Vorschleifen, indem ich sage, okay, was interessiert mich am Ende? Eigentlich will ich nur die Namensspalte haben. Also ich will nur den Namen haben. Und ich gebe noch so ein paar Bedingungen an, die für die Selektion genutzt werden, also für die Auswahl der Tupel, die mich dann interessieren. Der Name von diesem M2-Tupel, was ich hier in dem Fromm, in dem Kreuzprodukt als die hintere sozusagen angegeben habe. Der Name im M2-Tupel soll Smith sein. Also das ist das, womit ich jetzt im Prinzip nach der Abteilungsnummer suche. M2 ist also auf das Tupel, zeigt auf das Tupel, mit dem der Name Smith ist. Und dann sage ich, okay, jetzt interessieren mich M1-Tupel, bei denen die Abteilungsnummer dieselbe ist wie die von M2, nämlich die von Smith. Und das soll aber jetzt nicht Smith sein. Also ich will jetzt nicht wissen, dass Smith in derselben Abteilung wie Smith arbeitet. Also ich wollte eigentlich die anderen alle nur kennen. Deswegen sage ich hier, der Name von denen soll anders als Smith lauten. Und das Grundsätzliche, was also die Denkweise, und das kann man irgendwie nicht dreimal genug wiederholen, das Grundsätzliche, was die Denkweise beim Datenbankanfrage schreiben, vom Programmieren unterscheidet, ist, dass man eigentlich ganz häufig von so einem riesen Kreuzprodukt am Anfang ausgeht und sagt, ja, ich mache erstmal alles zusammen und da bin ich mir dann sicher, dass all das drinsteht, was mich eigentlich interessiert. Weil ich eben gerade sowas wie so eine Vorschleife über so eine Tabelle nicht leisten kann, sondern erstmal nur sagen kann, aus irgendeiner Zwischenrelation, in dem Fall hier das Riesenkreuzprodukt, da kann ich dann alles rausholen, was mich eigentlich interessiert. Und ich habe hier im Prinzip gesagt, dass ich die Tabelle mit sich selbst ins Kreuzprodukt setze, beziehungsweise dass ich ein Tupel aus der Tabelle haben will und ein anderes Tupel aus der Tabelle haben will und die miteinander vergleichen können möchte. Ich könnte es auch ein bisschen anders aufschreiben, indem ich sage, naja, dieses riesige Kreuzprodukt ist vielleicht ein bisschen groß. Ich könnte hier hinten sagen, ich nehme erstmal die Einträge aus dieser Mitarbeiter. Relation, bei denen der Name Smith ist, also eigentlich nur den einen. Also ich habe hier nochmal eine Unterabfrage in dem Sinne drin, dass ich in der Fromm-Klausel, in diesem Fromm-Konstrukt, den einen Teil nicht als Mitarbeiterrelation insgesamt sehe, sondern aus der Mitarbeiterrelation sage, das soll Smith sein. Also hier hätte ich gerne nur das Tupel Smith und das möchte ich M2 nennen und über M2 ansprechen können. Der Unterschied, wenn man hier unten dann in diese Where-Klausel schaut, der Unterschied ist dann gerade, dass hier, oh sorry, es war stand noch drüber, dass hier in der Where-Klausel drei Bedingungen überprüft werden, hier nur noch zwei. Die Bedingung, die fehlt, ist gerade, dass M2 den Namen Smith trägt. Das habe ich hier reingeschoben in diese Unterabfrage, Subquery oder geschachtelte Anfrage in dem Fromm-Teil, wie auch immer man sie nennen möchte. Ja, wenn ich das mit dem einen machen kann, kann ich das natürlich auch mit dem anderen machen. Und dann sagen, okay, ich habe hier zwei geschachtelte Unterabfragen, zwei Subqueries. In dem einen sage ich, ich hätte gern das Tupel, bei dem der Name Smith ist. Im Prinzip sage ich, ich hätte gern alle Tupel, bei denen der Name Smith ist, aber in unserem Beispiel hier oben gibt es nur eins, bei denen der Name Smith ist. Und mit der anderen Unterabfrage sage ich, das sollen bitte alle die Mitarbeiter sein, bei denen der Name nicht Smith ist. Also hier auf Ungleichheit geprüft. Die, die nicht Smith sind, die nenne ich M1 und die, die Smith sind, das eine Tupel, das nenne ich M2 und dann überprüfe ich nur noch, die Abteilungsnummer gleich ist. Und ich habe also die zwei Bedingungen, die hier den Namen betreffen, in diese Unterabfragen geschoben. Unterabfragen kann ich sowohl in der Fromm als auch in der Where-Klausel haben.
Wie in der From-Klausel, das ist jetzt einfach nur so ein bisschen, ja, man könnte sagen, so ein bisschen Convenience, beziehungsweise sorgt halt dafür, dass das kartesische Produkt, das Kreuzprodukt nicht so riesig wird, weil ich einfach schon mal Prinzip vorselektiere. Und die Where-Klausel ist dann dadurch entsprechend kürzer geworden. Aber am Ende sind die Anfragen alle drei verschiedenen, die wir hier angeschaut haben, die sind alle semantisch äquivalent, liefern dasselbe Ergebnis. Aber die hier ist wahrscheinlich ein bisschen weniger aufwendig, gerade weil ich eben nicht so viel verschiedene Tupel ins Kreuzprodukt aufnehmen muss. Einfach so ein bisschen eine Unterabfrage zum Verkleinern der Zwischenergebnisse und damit den Aufwand wahrscheinlich etwas geringer halten. Vielleicht ist es auch ein bisschen übersichtlicher, dass man sagt, naja, in dem einen Teil sammle ich die auf, die nicht Smith sind, in dem anderen sammle ich den einen Eintrag auf, der Smith ist. Da muss ich nicht das Kreuzprodukt aus der Relation mit sich selbst bilden. Ist irgendwie vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen übersichtlicher. Wollen wir uns als nächstes nochmal anschauen, nachdem wir jetzt gesagt haben, was ist eigentlich so der Hauptunterschied beim Denken in SQL gegenüber dem Denken in einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Programmiersprache, wie Sie es vielleicht gewöhnt sind, Java, Python, whatever. Also keine Vorschleifen, sondern es wird erstmal so ein riesen Zwischenergebnis gebaut. Und als nächstes nochmal schauen, was das eigentlich mit dem zu tun hat, was wir im letzten größeren Vorlesungsabschnitt uns angeschaut haben. Relation Algebra und Tupelkalkül. Also wie ist SQL mit Relation Algebra verwandt und danach entsprechend noch, was ist eigentlich SQL und Tupelkalkül, der Zusammenhang. Wenn wir so ein bisschen sehen, dass die schon sehr viel miteinander zu tun haben, dass es also als theoretische Konstrukte auch Sinn machte, über solche Anfragekalküle erstmal nachzudenken, weil man dann einige Sachen SQL ein bisschen besser auf theoretisch fundierte Hintergründe zurückführen kann. Wir haben hier oben noch in Grau so eine kleine Beispielanfrage, irgendwie allgemein. Ich habe zwei Attribute und ich habe zwei Relationen, R1 und R2. Und ich habe einen ganz einfachen Where-Block, bei dem ich sage, das A2 von R1, was ich umbenannt habe in R3, soll dasselbe sein wie das A2 von R2. Also die Werte sollen identisch sein. Die Schemata sind sehr klein. In diesem R1-Schema habe ich zwei Attribute A1 und A2 und im R2-Schema habe ich A2 und A3 und dass das hier denselben Namen trägt wie das hier, ist nicht zufällig, sondern das sollen also dieselben Attribute sein, die sollen semantisch kompatibel sein. Okay, wie würden wir jetzt sagen, ist hier aus diesem SQL-Anfrageausdruck irgendwie einen Zusammenhang zu diesem hier schon vorgegebenen Relation-Algebra-Ausdruck ablesbar? Naja, es gibt ein paar Entsprechungen, die zum Teil sehr straightforward sind. Zum Teil muss man ein bisschen aufpassen. Allererstes Ding, das Select im SQL ist nicht die Selektion der relationalen Algebra, sondern die Projektion. Also mit Select sage ich, welche Attribute übrig bleiben sollen. Das war in der relationalen Algebra gerade das Pi, der Pi-Operator, die Projektion. Also SQL Select ist die Projektion in der relationalen Algebra. Der From-Teil ist das kartesische Produkt hatten wir ja gerade eben schon mal so ein bisschen angedeutet, als wir über diesen Denkunterschied Programmieren, SQL-Anfrage formulieren nachgedacht haben. Das, was ich hier im From-Teil aufzähle, also Relation R1 und Relation R2, ist das, was ich hier im Algebra-Ausdruck in das kartesische Produkt schreibe. Und das, was im SQL-Ausdruck in dem Where-Block steht, das entspricht der Selektion in der relationalen Algebra. Also hier steht die Bedingung als Subskript von dem Selektions-Sigma. Das ist quasi derselbe Ausdruck, den ich hier in der Where-Klausel formuliert habe. Also alles entspricht sich. Irgendwie fehlt noch ein Teil. Hier habe ich noch eine Umbenennung. Ja, dieses Umbenennen, das ist im Prinzip diese Alias-Deklaration in SQL, wo ich dieses reservierte Wort as benutze. Das ist im Prinzip der Umbenennungs-Rename-Operator, griechisches Rho, den ich aus der Algebra sozusagen hier in SQL als as und dann benenne ich den anderen Namen benutzen kann. Na, es hat ganz gut funktioniert. Also so eine einfache SQL-Anfrage können wir direkt in relationale Algebra übersetzen oder umgekehrt auch. Das, was eigentlich noch viel näher an SQL liegt, ist aber im Prinzip das Tupelkalkül.
Wir sind bei derselben Anfrage, also hier hat sich nichts geändert. Wir haben immer noch die zwei Relationen R1 und R2 über den entsprechenden sehr einfachen Schemata. Zwei Attribute hier, zwei Attribute da. Und fragen uns jetzt, wie hängt denn diese Anfrage, dieselbe Anfrage, nicht mit dem Relationenalgebra-Ausdruck zusammen, sondern mit irgendwas, was ihr im Tupelkalkül ausdrücken könnt. Und das Denken im Tupelkalkül ist ein bisschen näher oft an der SQL-Denkweise, weil wir in der relationalen Algebra ja schon noch eher prozedural denken, so in dem Sinne, dass ich Operatoren angebe explizit, und in der SQL-Denke gebe ich wahrscheinlich schon eher Formeln an. Deswegen schauen wir mal, wie es zum Tupelkalkül passt. Wenn ich das Select mir anschaue, das ist im Prinzip der Teil, den ich in Tupelkalkül als Tupelsynthese bezeichnet hatte, also das, was hier vorne steht, vor diesem Bedingungsstrich für die Aufnahme in die Menge. Das hier ist der Teil, wo ich gesagt habe, was interessiert mich aus den verschiedenen Einträgen, die ich dann mit irgendwie logischen Formeln genauer beschreibe, nämlich interessiert A1 und A3. Wobei ich jetzt hier durch Vordenken von A1 und A3 schon weiß, okay, A3 muss aus dem kommen, was ich irgendwie mal T2 nenne. Und A1 muss aus dem kommen, was ich T3 nenne. Also hier in dieser Denkweise. Wir wissen, A3 kommt aus diesem Relationsschema R2. Und wir wissen, A1 kommt aus dem Schema R1. Aber R1 wird später noch in R3 umbenannt. Dann nennen wir das Tupel hier einfach auch schon T3 und das Tupel T2. Okay, also das, was ich in dem SQL-Select-Ausdruck oder in der Select-Klausel schreibe, das ist das, was ich in die Tupelsynthese hier vorne in diese normalen Klammern geschrieben hätte, in einem Tupelkalkül-Ausdruck. Mal weitergehen und uns fragen, okay, das, was da im From steht, wo kommt das denn hin? Ja, der grüne Teil ist also, dass ich sage, T2 soll ein R2-Tupel sein. Der lilane Teil ist im Prinzip, dass ich sage, T3 soll ein R1-Tupel sein, wobei ich diese Umbenennung hier jetzt eigentlich gar nicht brauche, sondern direkt sage, oh, ich benenne quasi nur hier in diesem Subskript von dem T um und sage hier in der Tupelkalkülsprache, dass T3 ein Tupel aus R1 sein soll. Sieht man schon so den ersten Unterschied oder irgendwas, was in SQL ein bisschen anders ist als im Tupelkalkül, aber ansonsten ist eigentlich alles sehr, sehr gut 1:1 abbildbar. Im Tupelkalkül brauchte ich keine Umbenennung, weil ich einfach, wenn ich sozusagen umbenennen hätte wollen, sagen könnte, ich instanziere einfach konjunktiv durch das Hinzunehmen von so einem Prädikat, dass das irgendwie ein Tupel aus der bestimmten Relation sein soll, kann ich einfach ein neues Tupel einführen und dadurch brauche ich nicht umbenennen. Ich kann das neue Tupel so nennen, wie ich will. Das ist im Prinzip das. Entschuldigung. Das ist im Prinzip das, was ich in SQL. Oh, sorry, muss man was zu trinken holen. Also das, was ich durch Umbenennen in SQL mache, indem ich sage, ich möchte gerne was haben, was ich R3 nennen darf, das bekomme ich im Tupelkalkül einfacher geschenkt, indem ich sage, ich benenne nicht die Relation um, sondern ich instanziere so ein Tupel, bei dem ich sage, wie es heißen soll, als Instanz von so einer Relation, die ich da irgendwie schon kenne. Und das gebe ich einfach über so ein Prädikat R von und dann der neue Tupelname an. Okay, haben wir auch das hingekriegt. Müssen wir uns noch fragen, wo der Wertteil ist. Naja, das hier ist noch grau, das hier ist noch grau, können also Kandidaten dafür sein. Und genau das, was ich hier als Wehrklausel-Ausdruck hingeschrieben habe, ist das, was ich hier hinten dann noch konjunktiv dranhänge an diese entsprechende Bindung der Tupelvariablen. Da kann ich dann eben verlangen, dass das A2 von T2 denselben Wert haben soll wie das A2 von T3. Also einfach konjunktiv ineinander geschrieben, was ich hier oben in die From-Klausel und in die Where-Klausel geschrieben habe. Sieht man, dass das einigermaßen gut zusammenpasst? Also Algebra hätte auch ganz gut dazu gepasst, nur die Denkweise beim Algebra-Ausdruckschreiben ist eben, dass man so in Operatoren denkt. Beim Erstellen von SQL-Anfragen denkt man eher nicht im Operatoren-Sinne, sondern
denkt eher so in diesem Formelsinne, wo man sagt, okay, bestimmte Sachen sollen zusammengehören. Gerade wenn ich jetzt hier in dem Where-Ausdruck noch irgendwie was anschließen würde, dann könnte ich das hier hinten auch einfach noch als neues Constraint in die Tupelkalkülformel mit einbauen. Das ist also Tupelkalkül SQL schon sehr, sehr nah aneinander angelehnt. Das, was hier wichtig ist zu beachten, ist also, dass where und from durch eine Konjunktion verbunden sind. Also das, was ich hier als where-Klausel ausdruck, dann in der Tupelkalkülsprache hinschreibe, das verbinde ich durch eine Konjunktion, also durch ein logisches und mit dem Ausdruck, der dem from entspricht. Im SQL habe ich hier kein logisches und irgendwo dazwischen. Da habe ich einfach ein und höchstens hier hinten in der Bedingung oder falls ich hier Unterabfragen habe, dann gegebenenfalls auch da drin. Aber dieses und zwischen from und where, das habe ich also im SQL-Dialekt nicht, sondern das sehe ich dann erst im Tupelkalkül, was damit eigentlich gemeint ist, dass das eine und das andere gelten soll. Wenn wir uns jetzt nochmal fragen, wie das mit diesen geschachtelten Anfragen aussah, gesehen haben wir sie ja schon so in diesem From-Teil. Das war vielleicht der ja nicht ganz so spannende Schachtelungsteil, weil man da einfach in Anführungsstrichelchen das kartesische Produkt ein bisschen kleiner macht. Ich kann natürlich auch Anfragen in den Where-Teil noch mit einbauen und da sind die geschachtelten Anfragen dann tatsächlich echt spannendere Schachtelanfragen oder Unterabfragen, weil ich bei denen tatsächlich noch auf bestimmte Sachen prüfen kann. Die Syntax dafür wäre, dass ich einfach sage, hier oben habe ich irgendeine Attributmenge, ich habe irgendeine Relationenmenge, also Menge von Relationen, auf denen irgendwas durchgeführt werden soll. Erinnerung nochmal, wenn ich die hier so hinschreibe, implizit habe ich hier ein großes, riesiges kartesisches Produkt von m Relationen hingeschrieben. Und als eine erste Form der Schachtelung könnte ich in dieser Where-Klausel sowas verlangen wie, naja, was ich hier habe, da gibt es nichts oder es gibt was, was ich in so einer Unterabfrage dann finden könnte. Erinnerung, Unterabfrage, das ergibt mir auch eine Relation, also im Prinzip eine Menge von Tupeln. Und naja, und da kann ich natürlich fragen, ob da irgendwas drin liegt oder irgendwas nicht drin liegt. Ein Beispiel wäre sowas wie das, was wir im Prinzip schon gesehen haben, die Frage wieder, wer arbeitet noch in derselben Abteilung wie Smith? Also würden wir sagen, wir suchen Namen von Personen. Diese Person soll ein Mitarbeiter sein, benenne ich mal mit M1, also über M1 als Bezeichner möchte ich jetzt immer auf Mitarbeiter-Tupel zurückgreifen können. Und ich will solche Namen zurückliefern, bei denen eine bestimmte oder bei denen etwas gilt, nämlich dass etwas existiert. Dann gucken wir uns erstmal die Unterabfrage an. Die Unterabfrage sagt, okay, wir nehmen irgendwas aus der Mitarbeiterrelation, die benennen wir jetzt hier M2 und zwar alles, also alle Attribute, die in der Mitarbeiterrelation stehen. Und fragen aber, ob der M2-Name Smith ist, also geben wir dann doch nur Tupel zurück, aber von denen alle Attribute, bei denen der Name Smith ist. Und wir machen noch einen Rückgriff nach außen und sagen, okay, die Abteilungsnummer hier innen in der Anfrage soll die Abteilungsnummer sein, die ich hier außen auch finde. Und hier außen der Name, also wieder Rückgriff nach außen, man nennt das dann korreliert, Rückgriff nach außen, der Name außen darf nicht Smith sein. Also wir suchen Namen von Personen, die für die es gilt, dass ich also in derselben Abteilung wie Smith arbeite. Also dass ein Tupel hier in dieser Unterabfrage existiert, die als Teilergebnis auch eine Relation liefert, bei dem dann die Abteilungsnummer dieselbe ist wie hier außen. Die Abteilungsnummer von dem Mitarbeiter-Tupel. Könnte man also auch so schachteln. Bis jetzt hat man es nur gesehen, geschachtelt in die From-Klausel, so ein bisschen vereinfacht, aber man könnte dieselbe Anfrage, also Namen von Leuten, die in derselben Abteilung wie Smith arbeiten, könnte man auch so stellen, dass man sagt, ah, hier unten schachtle ich mal die Unterabfrage rein in die Where-Klausel. Das Ergebnis ist dann dasselbe wie vorher. Also nur nochmal zurückblättern, ein paar Folien, ein paar viele Folien, sieht man, Wong arbeitet noch in derselben Abteilung wie Smith. Also das Ergebnis wäre dann alles aus Wong, inklusive Personalnummer Köln als Ort und die Chefpersonalnummer dann auch. Wenn ich nur den Namen gewollt hätte, dann hätte ich auch einfach außen nur den Namen hingeschrieben, hat man hier an der Stelle dann auch, dass ich sage, okay, eigentlich kommt nur Wong als Name zurück. Das also nochmal die Projektion dann am Ende auf die wichtigen Attribute, die dann am Ende ausgegeben werden sollen.
Es gibt noch andere Formen, wie man Subqueries in der Werkklausel benutzt. Also die einen haben wir jetzt gesehen mit exist, beziehungsweise man könnte es auch negieren und sagen, es existiert, soll nichts existieren, was hier noch als Tupel dazu passt. Eine andere Variante ist, dass man noch fragt, okay, habe ich denn hier was, was hier drin liegt in diesem Unterabfrageteil oder was nicht drin liegt, also not in oder in als entsprechende Anfrage. Oder dass ich sage, irgendwie das, was ich hier drin habe, da gibt es hier nur ein Tupel, das dazu passt oder was eben genau nicht dazu passt. Also ich kann auf Gleichheit, Ungleichheit, kleiner, größer oder so weiter prüfen und ich kann fragen, gibt es da irgendeins, sodass es kleiner, größer ist oder gilt es für alle, dass da was kleiner oder größer ist. Aufpassen muss man dabei ein bisschen drauf, dass dieses All hier nicht der Allquanto ist, den wir aus dem Tupelkalkül kennen. Also wenn ich diese Unterabfragen schachtle, ist dieses All, was ich dann hiermit einbauen kann, nicht das für alle, was ich im Tupelkalkül gewöhnt bin. In SQL gibt es erstmal keinen für alle Operator. Gucken wir uns später nochmal an, was man da machen kann. Also wann immer man geschachtelte Anfragen hat, nenne ich die auch Unterabfrage oder Subquery auf Englisch dann. Das ist im Prinzip nichts, womit ich die Ausdruckskraft erhöhe, aber ich kann es oft viel leichter formulieren, als wenn ich das Ganze über irgendwie Joins oder sowas realisieren müsste. Also Erinnerung nochmal, wenn ich Joins durchführe, also in die From-Klausel irgendwie eine ganze Menge Attribute schreibe, dann führt das erstmal nur zu einem riesigen kartesischen Produkt. Schauen wir uns später nochmal an, wie man geschicktere Joins, da gibt es halt schon auch entsprechende vereinfachende Ausdrücke, die eben so ähnlich sind wie das, was wir in der Relationalgebra schon gesehen hatten, dass im Prinzip die ganzen Joins, die wir uns da angeschaut haben, eigentlich auch nur auf dem kartesischen Produkt beruhen, aber syntaxmäßig kürzere Schreibweisen erlauben, als wenn man immer erst das kartesische Produkt bildet und dann daraus selektiert und da irgendwas rausprojiziert. So ähnlich ist es in SQL auch, dass man also ein bisschen noch bessere Joins bekommt, aber noch besser als Joins ist es oft, wenn man Subqueries formulieren kann, weil es dann einfach übersichtlicher wird. Also solche Unterabfragen formulieren, sodass man die Joins dann gar nicht mehr braucht. Wenn man Subqueries in der From-Klausel hat, das hatten wir ganz am Anfang heute bei dieser an der ersten Anfrage gesehen, da hat man dann am Ende tatsächlich zwei Subqueries in der From-Klausel. Diese Subqueries, die würde man Derived Table, also abgeleitete Tabellen, Unterabfragen nennen. Das sind im Prinzip erstmal nur Hilfsmittel, um das kartesische Produkt ein bisschen kleiner zu machen. Also spezialisierte Tabellen, die dann in das kartesische Produkt aufgenommen werden, wenn man die From-Klausel benutzt. In der Where-Klausel sind es tatsächlich andere Sachen. Damit kann ich also tatsächlich Bedingungen formulieren. In der From-Klausel sage ich nur, ja, eigentlich brauche ich gar nicht die ganzen Tabellen, sondern nur bestimmte Teile. Hier in der Where-Klausel sage ich, ich formuliere damit schon direkt Bedingungen. Deswegen nennt man die dann auch nicht abgeleitete Tabelle, sondern Expression Subqueries, weil die Expression, also irgendeine Bedingung formulieren und entsprechend dann nur noch Tupel übrig lassen, die genau diese Bedingung erfüllen. In diesen drei Varianten kann ich dann also testen, ob das Ergebnis der Subquery leer ist, beziehungsweise ob es mindestens ein Match gibt. Also hier es ist nichts drin oder es gibt mindestens ein Match, das wäre sozusagen die Entsprechung zu 1. Die Entsprechung zu 2 ist dann die Abfrage, wo ich frage, gibt es denn überhaupt irgendwas in der Subquery, was einen bestimmten Attributwert oder ein bestimmtes Tupel enthält? Also gibt es da irgendwie was enthalten? Das soll so quasi so dieses Mengen enthalten sein. Und bei der dritten, wenn ich da kein Any bzw. All benutze, also weder Any noch All benutze, dann muss die Subquery genau ein Element zurückliefern. Hier unten, also diese Subquery muss genau ein Element zurückliefern, das ich dann bezüglich dieses Operators auswerte. Und wenn ich da aber Any oder All benutze, dann kann auch das Ergebnis der Subquery eine Menge sein. Mit dieser Menge kann ich dann also auch so einen Test durchführen, ob ich da halt ein Element finde oder ob für alle Elemente dieser Menge eben dieser Vergleich, den ich hier durchführe, dann gelten wird. Und das hilft mir dann eben, Ausdrücke genauer zu formulieren oder auch einfacher verstehbar zu formulieren, die dann auf das tatsächliche Endergebnis der obersten Stufe der Anfrage bei der Rückführung der Schachtelung, die dann darauf einen Einfluss haben. Also damit kann ich tatsächlich Bedingungen sehr, sehr einfach manchmal formulieren. Manchmal hilft es aber auch nur, dass ich die Bedingungen sehr, sehr umständlich formuliere und vielleicht einen viel einfacheren Ausdruck ohne Schachtelung gegeben hätte. Da ist man immer nicht gefeit, nur so ein bisschen genau drüber nachdenken, was man tatsächlich macht. Alternativ kann man auch immer statt dieses Ungleichsoperators, also kleiner, größer, kann man auch immer nicht gleich schreiben. Das
kennt man vielleicht aus der einen oder anderen Programmiersprache. Und ganz wichtig, dieses all hatte ich schon gesagt, das bedeutet nicht, dass das ein Allquanto ist. Wenn ich das all in der Werkklausel benutze, dann sage ich damit nur ein Element einer Menge, vergleiche ich mit allen oder eben den Elementen, also mit allen Elementen einer anderen Menge. Ein Allquanto wäre was anderes. Da könnte ich also für alle Elemente einer ersten Menge eine Bedingung formulieren. Hier kann ich halt nur sagen, ich vergleiche ein Element der ersten Menge mit allen Elementen der zweiten Menge. Das ist also tatsächlich ein semantischer Unterschied und ändert leider erstmal nichts daran, dass es in SQL erstmal keinen Allquanto gibt. Aber wie gesagt, wir kommen später nochmal drauf, dass wir uns das ein bisschen genauer anschauen, was man da eigentlich machen kann. Um das Ganze noch ein bisschen nach oben zu drehen, kann man Subqueries natürlich immer tiefer schachteln. Also ich kann auch in der Subquery wieder Subqueries haben, sowohl im From als auch im Wertteil. Das führt dann irgendwann natürlich aber dazu, dass es vielleicht nicht mehr ganz so leicht auf den ersten Blick lesbar wird und man muss dann, wie sonst auch immer im Leben, ein bisschen genauer drüber nachdenken, was da eigentlich steht. Was man machen kann, das hat man auch schon gesehen, ist, dass man innerhalb der Subqueries Relationen benutzt, die weiter draußen vorkommen. Das hat man dann schon mal ganz kurz korrelierte Unterabfrage genannt, also dass ich dann so einen Bezug mache von innen auf diese Relation, die außen war, das war M1 beispielsweise in dem Beispiel, und dann gesagt haben, irgendwie die M2-Nummer, die soll der M1-Nummer entsprechen, und M1 stand eigentlich gar nicht in der Subquery drin, sondern nur draußen, also das geht, dass ich so nach außen Bezüge herstellen kann. Grundsätzlich sollte man sich immer so ein bisschen darauf verlassen können, dass selbst wenn man so eine Subquery-Anfrage formuliert, der Anfrageoptimierer von dem Datenbankmanagementsystem, was man benutzt, das schon hinkriegt, dass das vielleicht noch ein bisschen günstiger auszuwerten ist. Weil, wieder die Erinnerung, wenn ich SQL-Anfragen formuliere, sage ich einfach nur, was ich haben möchte, aber nicht, wie das ausgerechnet werden soll. Dazu gibt es dann Anfrageoptimierungsverfahren innerhalb von einem Datenbankmanagementsystem, die dann gegebenenfalls dafür sorgen, dass ich in diesem Beispiel, mit dem wir heute angefangen habe, die eigentlichen Where-Sachen eher in den From-Teil noch transferiert habe, dass wir da noch Subqueries hatten oder dass ich das eben nicht mache, weil es sich gar nicht lohnt vom Aufwand her. Aber dazu schätzen die Anfrageoptimierer, bevor sie die Anfrage eigentlich auf der Datenbank ausführen, erstmal, wie viele Operationen tatsächlich durchgeführt werden müssten und versuchen dann einen Ausführungsplan zu wählen, also eine Art, die Anfrage umzuschreiben, sodass möglichst wenig Aufwand entsteht beim Formulieren und beim Ausführen der Anfrage. Gucken wir uns das mit den geschachtelten Anfragen nochmal an. Wir sind jetzt hier in so einer Art, ja, was ist das hier, ein Kurssystem, bei dem ich weiß, es gibt Teilnehmende, die irgendwie an bestimmten Kursen teilnehmen. Die Teilnehmenden haben Nummern, also irgendwie fortlaufende künstliche IDs, und ich weiß den Namen und den Wohnort von jemandem, der an einem Kurs teilnimmt. Die Kurse haben auch Nummern und die Kurse haben auch Angebotsnummern. Und für jeden Kurs weiß ich, wer teilnimmt. Wenn ich jetzt so eine Anfrage stelle, wie ich hätte gern mal die Kurs- und Angebotsnummer von den Leuten, also bei denen jemand aus Bremen teilnimmt, aber wenn man hier so genau reinguckt, stellt man fest, Kurs- und Angebotsnummern sind in der einen Relation, Orte sind in der anderen Relation, also irgendwie muss ich die zwei zusammenbringen. Im relationalen Algebra hätte man jetzt gesagt, okay, dann mache ich halt irgendwie ein Join oder ein Kreuzprodukt oder so zum Zusammenbringen. In der SQL-Welt habe ich jetzt erstmal noch nicht den direkten Join, kommen wir später nochmal dazu, sondern ich weiß einfach, ich muss die Sachen beide im From-Teil irgendwie aufführen. Relationale Algebra würde ich also sagen, okay, ich nehme die Teilnehmerrelation, selektiere da die heraus, die nur die heraus, die aus Bremen sind. Hat man uns ein bisschen als Optimierungsfaustformel gemerkt, dass die Selektion möglichst weit nach innen gezogen werden. Joine das Ganze mit der Nimmteilrelation. Wenn ich das joine, ist irgendwie in der relationalen Algebra klar, dass so ein Join hier bedeutet, hier gibt's die Teilnehmernummer, hier gibt's die Teilnehmernummer. Das ist also das Join-Attribut. Die anderen sind alle unterschiedlich. Jetzt habe ich dann am Ende also was mit eine Relation als Zwischenergebnis von diesem Join hier mit 5 Spalten, Teilnehmernummer, Name, Ort, Angebotsnummer, Kursnummer. Und aus der projiziere ich dann nur Kursnummer und Angebotsnummer, also nur die 2 Spalten hier heraus. Und ich wusste aber auch, dass bei dem Join hier nur die Sachen auf der Teilnehmerseite übrig geblieben sind, wo Bremen ist, also nur dieses Tupel hier. Und das heißt, gejoint wurde dieses Tupel hier, dadurch, dass ich hier diesen Join über diese Teilnehmernummer gemacht habe, nur auf die Tupel, wo die 143 hier hinten steht, also nur das und das. Das Zwischenergebnis hier von diesem Join hat also 5 Spalten und 2 Zeilen.
Und von diesen 5 Spalten projiziere ich dann nochmal auf 2 und bekomme dann also Angebotsnummer 2, Kursnummer G08 oder Angebotsnummer 2 und P13 als Kursnummer. Die 2 Tupel bleiben dann am Ende übrig. Die Frage, wie formuliere ich das jetzt in SQL? Wir sind hier im Teil geschachtelte Anfragen, also werde ich wohl irgendwas schachteln wollen. Wenn sich es ein bisschen genauer anguckt, sehen wir hier, okay, ich werde sagen select und benutze noch so ein Schlüsselwort distinct, sodass ich sage, okay, bitte nur Sachen, die nicht mehrmals vorkommen, also nur eindeutige Sachen zurückliefern. Ich hätte gerne Menge und keine Multimenge. Und ich will zurückgeliefert bekommen Kursnummern und Angebotsnummern. Aus, und das ist eigentlich das, womit ich anfange, woraus eigentlich? Na, ich habe gesehen, ich brauche beide. Also ich brauche die Nimmteilrelation, ich brauche die Teilnehmerrelation. Und ich führe mal Kurzbezeichner ein, damit ich nicht immer Nimmteil und immer Teilnehmer hinschreiben muss. NT nimmt teil und T für Teilnehmer. Jetzt müsste ich eigentlich in der Select-Klausel das NT hinschreiben für die Kursnummer, also sauber wäre es, wenn ich es hinschreibe hier jeweils und die Angebotsnummer, aber da es eindeutig ist, also Angebotsnummer nur hier und Kursnummer auch nur hier in der Relation vorkommt, kann ich es eigentlich auch weglassen. Das soll dieses Graue hier andeuten. Wenn ich es hinschreibe, bin ich sauber in dem Sinne, dass ich alles hingeschrieben habe, was gegebenenfalls mehrdeutig sein könnte. Wenn ich aber genau darüber nachgedacht habe, dann stelle ich fest, NT-Punkt kann ich weglassen. Die Kursnummer gibt es tatsächlich nur in der NT-Relation und die Angebotsnummer gibt es auch nur in der NT-Relation. Als letztes muss ich jetzt noch sagen, was ich tatsächlich möchte. Naja, irgendwie, ich will, dass die Teilnehmernummer von T und NT gleich ist. Und ich möchte, dass der Ort, auch hier kann ich das T wieder weglassen, dass der Ort Bremen ist. Okay, jetzt ist die Frage, wo ist hier eigentlich geschachtelt? Ja, hier ist noch gar nicht geschachtelt. Das wäre also die Variante 1, wo ich sage, ich kriege es auch ohne Schachtelung hin. So relativ natürlich, wenn ich mir überlege, wie ich diesen Algebra-Ausdruck vielleicht aufgebaut habe. Man könnte es aber auch schachteln und sagen, ja gut, als erstes sage ich, ich möchte aus der Teilnehmerrelation all die Teilnehmenden haben, bei denen der Ort Bremen ist und die Teilnehmernummer dieselbe ist wie die hier draußen von dieser Nimmteilrelation. Also das hier ist jetzt mal so eine korrelierte Unterabfrage, wo ich hier sozusagen eine Variable, einen Bezeichner benutze, den es hier draußen gibt. Den gibt es hier drinnen, habe ich den nicht definiert, instanziiert, aber hier draußen gibt es den kann ich hier drinnen benutzen. Also hier deswegen so ein bisschen rot hervorgehoben. Die grauen Sachen müsste ich wieder nicht hinschreiben. Also hier könnte ich NT hinschreiben, hier könnte ich NT hinschreiben, muss es aber nicht, weil es klar ist, dass es nur aus der NT-Relation kommen kann, nicht aus T. So ähnlich könnte ich hier T-Punkt weglassen, weil Ort nur aus T kommt. Aber hier dieses NT, das ist rot hervorgehoben, weil es eben dasselbe ist wie hier draußen. Eine korrelierte Unterabfrage. Und das Problem, was man bei dieser Art der Anfrage zum Beispiel jetzt bekommt, ist, so wie die formuliert ist, muss ich eigentlich für jedes Tupel, was ich hier draußen sozusagen durchgehe, wenn man dann doch nochmal so diese Denkweise im Programmiersinne hat, geht man draußen also die Tupel durch, hier in diesem From-Teil gehe ich dann so die Tupel durch und für jedes Tupel hier draußen muss ich dann eigentlich diese Unterabfrage wieder neu stellen, weil ich ja hier eine korrelierte Unterfrage habe. Das ist ein bisschen unhandlich, weil das quasi zwei verschachtelten Vorschleifen entspricht. Und wenn die beiden Relationen gleich groß sind, also gleich viele Tupel enthalten, dann habe ich also quadratischen Aufwand. Nicht so schön. Quadratischer Aufwand, wenn Sie sich so ein bisschen erinnern, ist zwar polynomiell in dem Sinne, dass es theoretisch schnell geht, praktisch ist aber quadratischer Aufwand meistens ziemlich hässlich. Es ist also vielleicht gar nicht so geschickt, das hier mit dieser Unterabfrage so aufzulösen, weil ich, wenn ich die Unterabfrage mit diesem exists formuliere, für jedes Tupel von draußen einmal die Unterabfrage ausgeführt werden muss, da ich sie drin tatsächlich als korrelierte Unterabfrage benutze. Deswegen muss ich dann für jedes neue Tupel hier draußen, hier drin neu ausrechnen. Nicht so geschickt, bei so einer korrelierten Unterabfrage tatsächlich das so zu machen. Ich könnte es aber auch anders mit einer Unterfrage formulieren und sagen, okay, ich schreibe hier nicht exist hin, sondern ich prüfe, ob diese Teilnehmernummer von hier draußen hier drin in dieser Menge enthalten ist. Und ein gutes Datenbankmanagementsystem, wenn es jetzt diese Anfrage bekommen würde, sollte erkennen, dass das hier unabhängig von dem draußen ist. Also hier drin habe ich keine Korrelation oder ich benutze nichts von dem, was hier draußen gibt. Also speziell NT benutze ich hier drin nicht. Hier drin, das ist quasi lokal auswertbar. Ich habe also irgendwie die Teilnehmernummer selektiert aus der Teilnehmerrelation, wenn der Ort Bremen ist.
Von draußen habe ich gar nichts gebraucht. Und so ein Optimierer für so ein Datenbankmanagementsystem kann jetzt erkennen, okay, diese Unterfrage, die muss ich genau einmal ausführen, dann speichere ich die, cache die irgendwie zwischen. Und dann kann ich für jedes Tupel von hier draußen diese enthalten sein in dieser schon vorgehaltenen Menge, in dieser vorgehaltenen Relation der inneren Subquery, kann ich dann immer überprüfen. Also wenn man die zwei nochmal vergleicht und sagt, ja, hier habe ich diese korrelierte Unterfrage, indem ich das von hier draußen, hier drinnen benutze. Das macht das Ganze im Aufwandssinne hässlich, wohingegen diese Anfrage hier im Aufwandssinne deutlich günstiger ist. Das hier drinnen rechne ich einmal aus und muss es danach nur für jedes Tupel, was ich draußen sozusagen prüfe, überprüfen, das enthalten sein. Und dafür kann ich aber die innere Relation, die ich bestimmt habe, einfach immer wieder benutzen. Muss man hoffen, dass das Datenbankmanagementsystem das erkennt. Wenn ich es naiv machen würde, also jedes Mal diese Unterfrage wieder ausführe, bin ich wieder beim quadratischen Aufwand, habe ich nichts gekonnt. Aber die meisten Datenbankmanagementsysteme haben sehr, sehr geschickte Anfrageoptimierer implementiert, sodass man da hoffen kann, dass das tatsächlich funktioniert. Man sich das Ganze nochmal visuell vorstellt und sagt, was ist der Unterschied zwischen einer korrelierten und einer unkorrelierten Unterabfrage? Na, bei der korrelierten Unterabfrage habe ich außen in der äußeren Anfrage, angenommen, es ist Schachtelungstiefe 2, irgendwie ein Tupel selektiert und für dieses Tupel, was ich dann selektiert habe, führe ich die Unterabfrage jedes Mal neu aus und liefere das Ergebnis zurück. Also ich laufe sozusagen diese volle 8, bis ich das Ergebnis zurückliefern kann für dieses eine Tupel. Wenn ich das für alle Tupel mache, muss ich natürlich diese 8 ziemlich oft durchlaufen. Der Unterschied bei der unkorrelierten ist, dass ich hier das Innere einmal mache. Also diesen inneren Select from Where Block habe ich einmal ausgeführt und dann merke ich mir das Ergebnis. Und für jede Ausführung dieses äußeren Select from Where Blocks, kann man sich so vorstellen, quasi wie so zwei geschachtelte Vorschleifen, aber für jede Ausführung der äußeren Vorschleife muss ich dann tatsächlich nur einen Lookup machen. Also ich muss die innere Schleife nicht nochmal neu durchlaufen. Das ist so der Unterschied. Das hier sind im Prinzip eine Entsprechung zu zwei tatsächlich geschachtelten Vorschleifen, korrelierte Unterabfrage, eine Entsprechung zu einer nicht wirklich geschachtelten doppelten Vorschleife wäre die unkorrelierte geschachtelte Anfrage. Meistens viel effizienter berechenbar, beziehungsweise das Ergebnis, das Resultat viel effizienter bestimmbar als bei einer korrelierten Anfrage. Manchmal kommt man um die korrelierte aber nicht so richtig umhin, fällt einem einfach nichts ein, wie man es besser formulieren kann. Da kann man vielleicht noch auf den Anfrageoptimierer hoffen, dass der es hinkriegt, aber im Zweifel, manchmal muss man tatsächlich auch mit einer korrelierten Unterfrage und einer Laufzeit und quadratischem Aufwand irgendwie leben können. Ja, das Schachteln ist insofern ganz angenehm, als dass man es bei diesen ganz einfachen Sachen jetzt hier tatsächlich nicht gebraucht hatte. Ne? Also wenn man nochmal diese drei Folien zurückgeht, hätten vielleicht die meisten diese Anfrage hier gar nicht schlecht gefunden, weil ja, die ist halt kurz. Aber man kann an so kurzen Anfragen dann tatsächlich schon mal so ein bisschen sehen, wie eine Schachtelung funktioniert. Und manchmal ist es so, dass man die Schachtelung als die deutlich natürlichere Art, eine Anfrage zu formulieren, empfinden wird. Und dann ist es auch leichter, tatsächlich so eine Anfrage so zu formulieren. Das haben wir schon zwei, dreimal gesagt und kommen jetzt dann darauf zurück, dass es in SQL eigentlich gar kein Allquantor gibt. Und das ist gegenüber dem Tupelkalkül schon irgendwie ein Nachteil. Allquantor ist ja schon irgendwie was, es hat ein bisschen Nützlichkeit gezeigt beim Tupelkalkül. Die Frage ist jetzt, wie kriegt man das denn SQL hin? Also gerade SQL 92, also der SQL-Dialekt, den wir uns hier ganz genau angucken und davor auch in SQL 89 gab es das noch nicht. Ja, wenn Sie sich so ein bisschen an die Prädikatenlogik erinnern, Allquantor kann ich natürlich auch immer als nicht es gibt, also mit dem Existenzquantor, indem ich den negiere, ausdrücken. Und so ähnlich werden wir es jetzt hier auch in der SQL machen müssen, wenn wir Anfragen schreiben wollen, die tatsächlich den Allquantor benutzen. Manchmal kann man den Allquantor auch mit so einer Aggregatfunktion, zu denen kommen wir auch später, sowas wie zählen oder sowas nachbilden, dass man sagt, ja, wie viele sind es denn? Und gilt das dann jetzt für jedes davon oder so? Aber das Natürlichere ist, dass man sozusagen eine prädikatenlogische Denkweise annimmt und sagt, okay, Allquantor, das ist einfach ein negierter Existenzquantor.
Gucken wir uns das Beispiel nochmal an, was so ähnlich ist wie die, die wir bis jetzt hatten. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen aufgeweitet und gesagt, okay, wir haben Teilnehmer an Kursen. Wir wissen, wer an welchem Kurs teilnimmt und jetzt wissen wir auch endlich, was das eigentlich für Kurse sind. Also Graphentheorie, Datenbank, Modellierungskurse. Das ist wahrscheinlich nicht Standard Volkshochschule oder so, sondern vielleicht Kurse an irgendeiner Uni oder so. Und die Frage ist, welche der Teilnehmenden nehmen denn jetzt an allen Kursen teil? Dieses an allen Kursen teilnehmen, nochmal kurz zurückgedacht in die relationale Algebra, da hat man einen sehr, sehr mächtigen Operator für, das war die relationale Division, mit der wir dann eben sagen, okay, wir suchen Leute, die an allen Kursen teilnehmen. Von den Kursen interessiert mich eigentlich nur die Kursnummer vielleicht. Und von den Teilnehmenden interessiert mich wahrscheinlich erstmal dann am Ende nur der Name, deswegen hier draußen die Projektion. Also an allen Kursen teilnehmen, wir nehmen die Kursrelation, sagen, wir brauchen eigentlich nur die Kursnummer. Und dann dividieren wir die Nimmteilrelation durch die Kursrelation. Also wenn ich die Kursrelation nur auf die Kursnummer projiziere, dann habe ich also G08, P13 und G10 übrig. Und jetzt dividiere ich das hier durch diese drei und frage mich, gibt es jemanden, der an allen Kursen teilnimmt? Auf den ersten Blick gibt es da niemanden. Also Teilnehmer Nummer 143 nimmt bei P13 und G08 teil, aber nicht an G10 und 145 nimmt nur an G08 teil, aber nicht P13 und nicht G10. Das heißt, da sollte eigentlich erstmal kein Ergebnis bei rauskommen. Die grundsätzliche Frage ist jetzt aber, wie schreibe ich das Ganze denn jetzt tatsächlich in SQL hin? Gibt jetzt nicht diese semantische, nicht die relationale Division, die ich als Operator in der relationalen Algebra hatte. Und da ist es jetzt wieder am einfachsten, wenn wir überlegen, wie schreiben wir es denn im Tupelkalkül hin? Also diese kurze relationale Algebra-Anfrage im Tupelkalkül würde so aussehen, dass ich sage, okay, am Ende interessiert mich nur der Name von einem Tupel. Bei dem Tupel will ich, dass es ein Teilnehmer war. Also T1 soll aus der Teilnehmerrelation stammen. Und dann soll was gelten, nämlich, dass für alle Tupel T3 gilt, sie sind entweder kein Kurs oder wenn sie also ein Kurs sind, dann muss es ein Tupel T2 geben, was in Nimmteil steht, bei dem die Kursnummer dieselbe ist wie bei T3 und bei dem die Teilnehmernummer dieselbe ist in T1, also in diesem Tupel, was hier ein Teilnehmer ist. Also habe ich hier im Prinzip diesen Join und die Division so ein bisschen ausgelagert, die Division hier, indem ich sage, da muss was für alle gelten, also für alle Kurse, die ich habe. Deswegen steht ja hier das T3 als vom für die Relation Kurs mit einem entsprechenden Prädikat, so dass es so instanziert wird. Und T2 sind die Tupel aus der Nimmteilrelation. Auch eine relativ natürliche Tupelkalkülanfrage, rein optisch ein bisschen länger als die relationale Algebra, aber das liegt einfach daran, dass ich hier diesen sehr, sehr verkürzenden Operator habe, den ich über diese semantische Division hinkriege. Wenn ich das ausformulieren müsste, wäre es natürlich auch ein viel, viel größerer Ausdruck. Die Frage ist jetzt aber, wie könnte ich denn den hier, wir hatten ja gesagt, Tupelkalkül liegt wahrscheinlich näher an SQL dran, wie könnte ich den in SQL aufschreiben? Ne, da stört mich hier noch dieses für alle. Alle anderen Sachen kriege ich eigentlich irgendwie hin. Ich habe sowas wie ein Exists, ich habe eine Negation irgendwo oder Not in oder sowas, ich habe ein Oder, ich habe ein Und, sowas geht, aber dieses für alle kriege ich nicht hin. Da muss ich jetzt also nochmal mit meinem prädikatenlogischen Denken rangehen und sagen, okay, für alle kann ich äquivalent umformen, indem ich da sage, nicht, es gibt kein T3, für das, was dann hier vorher dahinter stand, nicht gilt. Also ich habe das jetzt umgeformt und gesagt, nicht, es existiert ein T3, für das nicht das gilt. Also hier diese zwei Negationen. Das ist semantisch äquivalent, das soll hier dieses Zeichen ausdrücken, das soll nicht bedeuten, dass das ungefähr dasselbe ist wie das, sondern das soll im logischen Sinne ausdrücken, semantisch, also logisch äquivalent. Eine logisch äquivalente Umformung. Also ich habe diesen für alle Quantor, den Allquantor, den habe ich durch einen Existenzquantor ersetzt. Okay, Schritt 1 gelungen. Jetzt habe ich hier aber noch ziemlich viele Negationen drin. Das ist noch so ein bisschen hässlich, wird ein bisschen umständlich, wenn ich das in SQL formuliere. Gucken wir mal, was da passiert. Ja, diese Negation hier kann ich immer weiter nach innen ziehen. Da wissen wir auch noch, was logisch passiert. Also wenn ich sie hier sozusagen rein multipliziere, zwei Negationen nacheinander heben sich auf, dann steht hier also Kurs T3 und dann wird aber aus jedem Oder ein Und, also hier wird ein Und draus und aus diesem Existenzquantor, ich habe gesehen, dass Sie die Hand gehoben haben, ich
frag gleich nach. Aus diesem Existenzquantor hier wird ein Nicht-Existenzquantor so durchgestrichen. Okay, eine Frage. Ist die Person, die die Frage stellen wollte, gar nicht mehr da? Doch, wieder da. Wollten Sie eine Frage stellen oder sind Sie aus Versehen auf den Fragestellen-Knopf gekommen? Keine Frage, dann mache ich einfach weiter. Also ich ziehe die Negation so weit nach innen wie möglich und habe jetzt geschafft, dass hier kein Allquantor mehr steht und dafür steht dann jetzt hier eben ein nicht existiert Quantor, aber das kriege ich so hin mit not exists. Ne? Also not exists geht in SQL, for all oder so habe ich nicht als Operator in SQL. Merken wir uns mal hier diese Tupelkalkülanfrage, ziehen die so ein bisschen nach oben und fragen, wie können wir die denn jetzt in SQL übersetzen? Das soll jetzt also hier so ein bisschen passieren. Sieht so ähnlich lang aus wie die Tupelkalkülanfrage. Vorteil, ich habe aber eben kein Allquantor mehr. Ja, wir übersetzen es der Reihe nach und sehen, okay, hier T1 Name. Ja, ich möchte also irgendwie Namen zurückliefern. Das heißt, Namen von Teilnehmenden. Ich weiß, ich nehme was aus der Teilnehmerrelation und ziehe mir den Namen daraus. Ab und zu schaltet mein Mikro ab und Sie hören nichts mehr. Ich will gerade nach meiner Verbindungsstärke gucken. Ich höre mich auch gut. Nee, sorry, aber also mein WLAN sieht eigentlich auch gut aus. Ich sehe da jetzt keine Verbindungsabbrüche oder so. Vielleicht liegt es auf Ihrer Seite, dass das WLAN oder wo auch immer Sie im Netz sind, nicht ganz so gut ist. Okay, danke fürs Feedback. Also wenn es Probleme gibt, dann bitte einfach in den Chat schreiben. Sehe ich ab und an dann auch. Okay, ja, tut mir leid, wenn es für Sie nicht klappt. Ich versuche nebenbei immer so ein bisschen mein Netzwerk-Traffic zu monitoren. Also habe da bis jetzt noch keine Auffälligkeiten gesehen. Aber wenn Sie was merken, dass es oft nicht klappt, einfach Bescheid sagen, dann gucke ich, ob ich irgendwas verbessern kann. Okay, wir sind mitten in der Anfrage hier, wir wollen wissen, wer nimmt an allen Kursen teil und wir wollen so einmal, indem wir über dieses Tupelkalkül nachdenken, aus dieser Tupelkalkül-Anfrage, die wir formuliert haben, sehen, wie wir die SQL-Anfrage bauen. Das Tupel, was ich haben will, also am Ende sage ich, ich will Namen haben, das kommt bei SQL einfach in die Select, in den Select-Klausel-Teil, in die Select Formulierung. Und wo soll es herkommen? Das kommt also in diesen From-Teil. Also T1 soll Teilnehmer sein. Und jetzt formuliere ich den Rest auch eigentlich relativ straightforward weiter, indem ich sage, okay, nicht existiert ein T3, da weiß ich, wie das geht. Ich schreibe einfach in dem Wertteil where not exists. Ah, jetzt muss ich erstmal wieder hier reinklicken. Where not exists ist also dann die Entsprechung zu diesem Nicht-Existenz-Quantor. Also mit Bindestrich Nicht-Existenz. Und dann formuliere ich weiter und sage, okay, soll also ein T3 sein, das soll aus Kurs sein. Select Stern from Kurs T3. So würde ich also in SQL T3 an Kurs binden, indem ich sage, Kurs möchte ich gerne als T3 benannt haben. Und jetzt habe ich hier wieder so einen Teil, wo Nicht-Existenz drinsteht. Und im Prinzip habe ich hier ja immer ein logisches Und dazwischen. Also dieses Und muss ich gar nicht ausformulieren, genauso wie dieses Und nicht. Ich habe einfach den Where, die Where-Klausel vom Select-From-Where-Konstrukt, die sich dann anschließt. Also nochmal, Where not exists. Hier habe ich diesen Nicht-Existenz-Quantor, den formuliere ich als not exists aus. Und habe noch eine Unterabfrage geschachtelt, nämlich diesen Teil dann hier hinten, bei dem ich sage, okay, es soll irgendwie ein Ding aus nimmt teil sein, also from nimmt teil und T2 nenne ich das, bei dem, und da sage ich jetzt am Ende, wie die Bedingung aussehen soll, die Kursnummer dieselbe ist wie bei T2 und die Teilnehmernummer dieselbe ist wie bei T3. Man sich kurz fragt, was für ein Typ Verschachtelung ist das? Naja, es ist eine korrelierte Verschachtelung, eine korrelierte Unterfrage, weil ich hier T1 von hier ganz außen benutze und hier auch nochmal T3 von einer Etage weiter oben benutze. Insgesamt also eine doppelte Verschachtelung, weil ich quasi jeden von diesen
Nicht-Existenz-Quantoren in so ein Where-Not-Exists-Konstrukt umformuliert hat. Hier hilft jetzt also die Denkweise im Tupelkalkül doch mehr, als wenn man den Algebra-Ausdruck genommen hätte, weil im Algebra-Ausdruck schreibe ich einfach so eine relationale Division hin und zack, bin ich fertig. Wenn ich die SQL-Anfrage hinschreibe, dann habe ich erstmal keine relationale Division, sondern da ist es natürlicher, über das Tupelkalkül zu kommen und zu sagen, wie sieht denn die Formel im Tupelkalkül aus, die ich dann als SQL-Anfrage formulieren will. Umgedreht, wenn Sie schon besser SQL als Tupelkalkül sprechen, macht es natürlich auch Sinn, direkt in SQL zu denken. Aber ja, die Äquivalenz dieses logischen, prädikatenlogischen Vorgehens aus dem Tupelkalkül und der Formulierung von SQL-Anfragen, die ist halt schon irgendwie ein bisschen größer als die, wenn ich im relationalen Algebra ausdrücken versuche zu denken. Wenn man das Ganze natürlich sprachlich umformulieren wollte, also hier hat man gesagt, ich hätte gern, oder die meine Anfrage ist, wer nimmt an allen Kursen teil, wenn ich das Ganze hier, was ich dann als SQL bzw. Tupelkalkül hingeschrieben habe, anders formulieren sollte, dann würde ich sagen, gib mir mal jeden Teilnehmer zurück, bei dem kein Kurs existiert, an dem er nicht teilnimmt. Also quasi so eine Art doppelte Verneinung. Und doppelte Verneinung habe ich ja im Prinzip auch gemacht, weil ich aus dem Allquantor Nicht-Existenz-Quantor gemacht habe und dann die Negation nach innen durchgezogen habe. Es gibt auch eine interessante Webseite dazu, Relational Division in SQL The Easy Way. Ob es so easy ist, muss man dann für sich selber entscheiden. Aber wenn man mal gesehen hat, wie es funktioniert, Allquantoren gibt es nicht, dann nehme ich halt Not Exists. Das gibt es in SQL. Kleine Wiederholung nochmal oder Erinnerung für Sie. Es gibt also prädikatenlogische Ausdrücke und wenn ich prädikatenlogische Ausdrücke benennen will, dann sage ich, das sind Sätze aus der prädikatenlogischen oder eben der logischen Sprache. Und wenn ich über diese Sätze spreche, dann benutze ich quasi eine Metasprache. Und dieser Ausdruck hier, dass irgendwas logisch äquivalent ist, das ist quasi dann aus der Metasprache, mit der ich über die Ausdrücke sprechen möchte und sage, ich habe diesen Äquivalenzoperator benutzt, aber damit meinte ich nicht, dass der Teil der Prädikatenlogik erstmal sein muss, sondern ich möchte den benutzen, um über solche Ausdrücke sprechen zu können. Also in dem Fall hier die logischen Ausdrücke. So ein paar Standardregeln, die nützlich sind, wenn man mit diesen Quantoren umgehen will, ist also sowas wie, aus einem für alle Quantor kann ich einen Nicht-Existenz-Quantor machen, wobei ich dann drinnen auch negieren muss. Also für alle x, p von x ist dann äquivalent. Das bedeutet diese Doppelwelle zu, es gibt kein x, für das nicht p von x gilt. Oder umgedreht, für alle x nicht p von x ist dann äquivalent zu nicht, es existiert ein x p von x. Dann gibt es noch so diese de Morganschen Regeln, die sagen, was passiert, wenn ich die Negation quasi nach innen oder nach außen ziehe. Ist also so wie ausmultiplizieren, kann man sich vorstellen. Und dann die Implikation hatten wir manchmal als Kurzschreibweise. Ich benutze sie jetzt hier im Tupelkalkül eigentlich immer als dieses äquivalente nicht irgendwas oder irgendwas anderes. Aus Alpha folgt Beta, ist dasselbe wie nicht Alpha oder Beta. Wenn sich das Ganze nochmal hier anschaut, das ist im Prinzip an diesen Stellen gewesen, wo wir ganz am Anfang die Algebra-Aussage oder die Algebra-Anfrage ins Tupelkalkül übersetzt haben. Hier dieser Teil, nicht Kurs oder irgendwas anderes. Das ist, wenn es Kurs ist, dann soll daraus was folgen. Also es war gerade diese Umformung von der Implikation, damit ich den Implikationspfeil nicht immer benutzen muss. Okay. Noch im Hinterkopf behalten, so ein Quantor bindet genauso stark wie eine Negation. Ansonsten kann man mit dem logischen, prädikatenlogischen Wissen, was Sie sich in anderen Vorlesungen hoffentlich angeeignet haben, eigentlich mit SQL ganz gut zurechtkommen, weil die Logikausdrücke, die man da benutzt, doch eigentlich eher einfach sind. Man hat halt so ein bisschen Quantoren, aber eigentlich nur den Existenzquantor, den man verneinen kann und dann ansonsten die ganzen logischen Sachen, die man auch gewöhnt ist, irgendwelche Konjunktionen, Disjunktionen und so weiter. Wie sieht's mit Mengen aus? Jetzt habe ich immer gesagt, Relationen sind ja eigentlich Mengen, also Mengen von Tupeln. Manchmal sagen wir Relationen, manchmal sage ich Menge dazu. Im Prinzip meine ich damit eigentlich immer dasselbe, dass da halt sowas ist, für was ich verschiedene Attribute habe und davon habe ich eine Menge. Angenommen, ich habe zwei Relationen, Schemata R1 mit Attributen A1 und A2 und R2 mit A2 und A3. A2 wieder nicht zufällig selber Name, sondern das A2 in beiden soll dasselbe Ding bezeichnen, also auch denselben Wertebereich haben.
Und ich frage mich jetzt, wie sieht es aus mit Mengenoperationen? Das Erste, was man sich merken muss, ist, in SQL sind Mengenoperationen nur für kompatible Attributlisten erlaubt. In der relationalen oder im Tupelkalkül hat man ja eigentlich gesagt, okay, Dinge müssen gleich benannt sein, wenn ich damit was machen will. In SQL sage ich, es muss nur kompatibel sein. Was kompatibel ist, kommen wir gleich nochmal dazu. Aber im Prinzip bedeutet das, dass ich also keine Mengenoperationen zwischen Zahlen und Strings oder so machen will oder so, aber zwischen Sachen, die auf Charakteren basieren, also sowas wie Strings, da kann ich irgendwie versuchen, Mengenoperationen zu machen, also zwischen Attributen, die das als Domäne haben. Oder ich kann auch zwischen Attributen, die irgendwie auf Zahlen zurückführbar sind, versuchen, was zu tun. Aber die müssen nicht unbedingt die ganz selbe Domäne haben, sondern sie müssen nur kompatibel sein. Deswegen erstmal in Anführungsstrichen, kommen wir gleich nochmal so ein bisschen dann dazu. Wie sieht's aus bei einer Vereinigung? Naja, wenn ich also irgendwie eine Anfrage habe, die liefert mir ein Ergebnis, sowas wie Select A2 from R1 und dann gegebenenfalls noch irgendeine Bedingung in dem Where-Block oder in dieser Where-Klausel vom Select from Where-Block, dann kann ich die vereinigen. Union, Select A2 from R2. Also kompatibel, A2 sollte eh dasselbe sein. Das heißt, hier habe ich nur Tupel, bei denen das A2 belegt ist. Hier habe ich nur Tupel, beziehungsweise auch nur die eine Spalte A2. Das ist kompatibel, kann ich mit Union vereinigen. Einen Durchschnitt könnte ich bilden, wenn ich sage, ja, ich nehme A2 von R1 und R2 und sage, nur die Tupel bitte aufnehmen, bei denen der Wert derselbe ist. Also A2 in der R1-Relation dasselbe ist wie A2 in der R2-Relation. Das kann mir helfen, um den Durchschnitt zu bilden. Ich könnte noch zusätzliche Conditions hinschreiben. Damit meine ich meistens sowas wie Condition 1 soll sich auf R1 beziehen und Condition 2 auf R2. Also auch hier könnte ich noch irgendwie was sagen, was R1 einschränkt und hier könnte ich noch was sagen, was R2 einschränkt. Und ansonsten kann ich auch noch die Differenz bilden, also Vereinigung, Durchschnitt, Differenz waren ja so die Sachen, die wir in der relationalen Algebra gesehen haben. Entsprechender Ausdruck für die Differenz. Ich nehme also Spalte A2, weil das ist das Einzige, was offensichtlich kompatibel ist. Selber Name soll hier in diesem Beispiel bedeuten, dass es auch selbe Domäne ist. Ich nehme die Spalte 1 aus R1 und sage dann irgendwie das Tupel aus R1, bei dem ich jetzt nur den A2-Wert anschaue, das darf nicht in dem liegen, in dem Anfrageergebnis liegen, dass ich mir A2 von R2 anschaue. Also Differenz heißt ja, ich will das aus R1 übrig behalten, was nicht in R2 steht. Gegebenenfalls könnte ich hier noch Zusatzbedingungen reinschreiben. Also Condition 1 bedeutet immer irgendwas, was ich für R1 aufgeschrieben hätte und hier Condition 2, was ich für R2 aufschreiben würde. Also habe ich hier eine Subquery benutzt, um die Mengendifferenz hinzuschreiben. Und Grundidee immer bei allen, ich möchte, dass die Attribute, die ich hier in der Select Klausel stehen habe, diese Attributlisten, die müssen kompatibel sein. Das heißt, wenn ich da mehr als ein Attribut drinstehen habe, dann meine ich immer, das erste ist kompatibel mit dem ersten der anderen Liste. Also zum Beispiel, wenn ich hier mehrere A's drinstehen habe, dann muss das erste kompatibel zum ersten sein, das zweite kompatibel zum zweiten, das dritte kompatibel zum dritten und so weiter. Und mit diesem Union, das hatte ich vielleicht vergessen zu sagen, also Union alleine bildet eine Menge, Union All bildet eine Multimenge. Das heißt, Sachen, die mehrmals vorkommen, kommen dann auch mehrmals im Ergebnis vor. Ja, das sind die drei Mengensachen, die wir eigentlich immer gut fanden, also hilfreich fanden. Jetzt wissen wir, wie wir es in SQL aufschreiben. Eigentlich gibt es nur für dieses Union bzw. Multimengen Union ein bestimmtes reserviertes Wort. Die Sachen hier, die kannte ich sowieso schon. Beziehungsweise das hier mit den Unterabfragen hatten wir uns ja auch eben eigentlich schon angeschaut. Aber für die Vereinigung gibt es eben tatsächlich auch eine Kurzschreibweise, die mir hilft, das hinzukriegen, ohne dass ich da irgendwie groß mit dem kartesischen Produkt irgendwas machen muss. Die Mengenoperation, also hier im SQL nicht mehr nur über Relationen mit gleichem Relationsschema, so wie in der relationalen Algebra, sondern wir sagen hier, es muss kompatibel sein und kompatibel bedeutet eben, entweder das ist das Gleiche, also gleiches Attribut, gleiche Domäne, oder die sind zumindest so kompatibel, dass das eine irgendwie Zeichenketten sind und das andere Zeichenketten sind, oder das eine ist irgendwie numerisch und das andere ist numerisch und es macht irgendwie Sinn, die aufeinander abzubilden.
Gut, und beim Vereinigen, wie schon gesagt, Union habe ich keine Duplikate, also eine echte Menge. Bei Union All habe ich eine Multimenge Sachen, die mehrmals vorkommen, kommen dann auch mehrmals im Ergebnis vor. Außerdem gibt es in SQL noch Sachen, die bestimmte Anfragen deutlich vereinfachen können, also Dinge zählen zum Beispiel oder gruppieren. Da kommen wir jetzt noch ein bisschen dazu und sagen, was sind denn Aggregationsfunktionen? Also, wo ich beispielsweise Dinge zählen kann oder ein Maximum, ein Minimum, einen Durchschnitt oder die Summe bestimmen kann. Da gibt's direkt schon vorreservierte Wörter, also sowas wie Count, sprechender Begriff. Ich kann was zählen, Max oder Min. Ich bestimme das Maximum oder Minimum von einem gegebenen Attribut. Bei Count kann ich auch sagen, ich will alle zählen oder ich will nur die unterschiedlichen zählen, also distinct. Dann, wenn ich das Ding dreimal in dem Attribut sehe, dann bedeutet distinct, ich zähle es trotzdem nur einmal mit, also dass es einmal mindestens vorkam und wie oft ist mir egal. Und ich kann sowas wie einen Durchschnitt bilden, vielleicht nur den Durchschnitt wieder distinct oder ich kann eine Summe bilden. Auch da kann ich sagen, das soll distinct sein, also nur von denen die Summe bilden, die tatsächlich einmal vorkommen. Und wenn die dreimal vorkommen, dann nehme ich es nur einmal mit in die Summe auf. Das sind voreingestellte Aggregatfunktionen, die sind eigentlich ganz hilfreich. Die gibt es als SQL 89, also schon ganz schön lange und helfen, dass man Operationen auf Tupelmengen durchführt. Und das heißt, Tupelmengen eben zu einzelnen Werten zusammenführen kann. Wenn ich also einen Count irgendwie auf einer Relation loslasse, dann zählt das für mich einfach erstmal nur, wie viele Tupel sind da drin. Das Ergebnis ist also eine Zahl. In gewisser Weise auch wieder eine Relation, aber eben eine sehr, sehr kleine Relation, wo nur die Zahl dann am Ende rauskommt. Also ich habe ganz viele Tupel auf einen Wert dann am Ende zurückgeführt. Analog, wenn ich Max, Min oder Average oder Summe oder sowas ausrechne, das sind dann eben auch erstmal wieder nur Zahlen. Und mit einer Gruppierung kann ich dann noch dazu kommen, dass ich tatsächlich das für bestimmte Tupelgruppen nur mache. Also dass ich irgendwie Dinge zähle, die gleiche Attribute Ausprägung haben oder so. Und dann muss ich aber die Tupel vorher erst gruppieren. Wenn ich die Anzahl ausrechne, gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Einmal, dass ich sage, ja, wenn so ein Ding mehrmals vorkommt, eine Attributausprägung oder so, zähle ich es mehrmals. Oder ich sage eben distinct. Ne? Kann ich an verschiedenen Stellen machen, dass ich sagen will, zähl es bitte distinct. Bei Max und Min ist es egal. Also da ist das Maximum distinct, ist dasselbe wie das Maximum nicht distinct. Deswegen gibt es das hier gar nicht. Das ist ja egal, wie oft der Maximalwert oder der Minimalwert vorkommt. Aber beim Zählen und beim Durchschnitt oder bei der Summe bilden, haben sie sich auch gleich noch überlegt. Es wäre ganz nett, wenn man da auch sagen könnte, bitte nur die nehmen, die tatsächlich vorkommen, also die Werte nehmen, die tatsächlich vorkommen, und wenn derselbe Wert mehrmals vorkommt, dann zählen es nicht nochmal mit. Oder wenn der Wert mehrmals vorkommt, dann zählt es halt mehrmals mit. Was kann man da machen? Zum Beispiel wieder hier in unserer Kursdatenbank. Man könnte sagen, wie viele Kursteilnehmer gibt es denn? Dann zähle ich einfach mit einem Count-Stern die Teilnehmerrelation durch. Dann sollte ich aufs Ergebnis kommen. 1, 2, 3. Also Count Stern sollte hier 3 als Ergebnis zurückliefern. Ich könnte sowas machen, fragen, wie viele kommen denn aus Hamburg? Also ich kann noch so einen Where-Block hinten dranhängen und eine Where-Klausel an den Select-From-Block von hier vorne. Also hier das ist dasselbe wie das hier. Ich will Teilnehmer zählen, aber ich habe noch eine Zusatzbedingung, die sollen aus Hamburg kommen. Dann stelle ich hier fest, nicht, 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 null. Also keine Teilnehmenden aus Hamburg. Oder sowas wie, was ist das Durchschnittsalter der Kursleiter? Dazu muss ich wissen, wer die Kursleiter sind. Das steht hier hinten. Sonst wird da irgendwie der Durchschnitt von 39, 46, 51 rauskommen. Also irgendwas über 40 und unter 46. Also es wird direkt so ausgerechnet. Und das Wichtige, es kommt also eine Zahl dabei raus und die habe ich über viele Tupel bestimmt. Also ich habe viele Tupel in einen Wert am Ende aggregiert. Deswegen Aggregationsfunktion. Könnte auch sowas machen und sagen, wie ist denn die Personalnummer des ältesten Kursleiters? Da muss man vielleicht mal kurz wieder drüber nachdenken und sagen, wie mache ich denn diese Anfrage? Die wird vielleicht nicht ganz so einfach aussehen wie die, die wir eben hatten. Also ich muss fragen, wer ist denn der älteste Kursleiter? Und dann muss ich für den Kursleiter dann noch die Personalnummer bestimmen.
Also irgendwie ist klar, ich bin in der frommen Spalte bei Kursleiter, in dem frommen Teil bei Kursleiter. Ich will eine Personalnummer ausgeben, aber ich habe wahrscheinlich eine Unterabfrage drin und sage, gib mir mal das maximale Alter, also maximal das Maximum aus der Pers-Alter-Spalte, aus der Kursleitertabelle, das ist genau hier, kommt 51 raus. Und dann sage ich, ich selekte hier, ich wähle aus die Person aus Kursleiter oder die Personen, könnten ja mehrere sein, bei denen das Pers-Alter gleich die 51 ist. Und das Interessante ist, ich kann das hier, das Ergebnis ist ja eigentlich eine Menge, also das Ergebnis von diesem von dieser inneren Select from Where Geschichte ist eigentlich eine Menge, aber das ist eine Menge mit nur einem Element. Das kann ich direkt wie einen Skalar benutzen. Also im Prinzip das ist so eine Mischform. Es könnte eine Menge sein, es könnte Skalar sein, je nachdem, was mir gerade nützlicher ist, kann ich hier das direkt wie so ein Skalar benutzen. Also ich kann direkt dieses Ergebnis hier mit dem Vergleichsoperator gleich mit den Einträgen der Pers-Alter-Spalte vergleichen. Ganz nützlich. Gerade hier für so eine Anfrage. Ich könnte aber auch fragen, ob da irgendein Ding in dieser Menge liegt. Dann spielt das hier plötzlich wieder die Rolle einer Menge. Hier in der Anfrage mit dem Gleichheitsvergleich spielt es die Rolle eines Skalars, also einfach einer Zahl. Wenn ich irgendwie in fragen würde, also in, so dieses Mengen in, dann würde das hier wieder die Rolle einer Menge spielen. Geht also beides, je nachdem, wofür es gerade günstiger ist, kann ich es also benutzen. Unterabfrage hier in dem Zusammenhang also ein ganz nützliches Konstrukt gewesen, weil ich direkt das maximale Alter bestimmen konnte und dann damit vergleichen kann. Man könnte auch sowas machen und sagen, gib mir mal die Kurs- und Angebotsnummern der Teilnehmenden aus Bremen, also an welchen Kursen nehmen die denn teil, mit welchen Angebotsnummern. Sieht dann so ein bisschen so ähnlich aus, dass ich erstmal wieder sage, was hätte ich denn gern, beziehungsweise aus welcher Relation brauche ich es denn? Also zuerst denke ich über den frommen Teil nach und stelle fest, Kurs- und Angebotsnummern und Ort der Teilnehmer, das steht alles in der Teilnehmerrelation, also brauche ich eigentlich nur die hier in der äußeren Anfrage. Ich verkürze die ein bisschen und sage, NT möchte ich das Ding nennen, damit ich nicht so viel schreiben muss. Aus dieser Nimmteilrelation brauche ich Kursnummer und Angebotsnummer. Das steht hier in der Anfrage drin. Und jetzt will ich, dass die alle aus Bremen sind. Und da könnt ihr jetzt auch versuchen, mit so einer Unterabfrage zu zählen. Ihr könnt natürlich auch fragen, ob die aus Bremen kommen, aber wir wollen ja gerade hier so ein bisschen mit Unterabfrage und Aggregieren ein bisschen umständlicher das machen, aus didaktischen Gründen. Ich könnte jetzt erstmal als Unterabfrage sowas stellen wie, okay, ich zähle erstmal, wie viele Teilnehmende in einem Kurs gibt es denn, die aus Bremen kommen? Also hier außen brauche ich zwar nur die Nimmteilrelation, hier innen brauche ich dann aber tatsächlich auch noch die Frage, wie viele gibt es denn, die in bestimmten Kursen aus Bremen kommen. Ne? Also in den Kursen steht, wer ist in welchem Kurs, in dem Teilnehmer steht, wo wohnt jemand. Eigentlich interessieren mich nur Kurs- und Angebotsnummer, aber dadurch, dass ich den Ort auch noch brauche, muss ich also Nimmteil noch mit Teilnehmer quasi joinen. In SQL nicht direkt, indem ich es joine, sondern indem ich es hier in dem Fall mit so einer Unterabfrage mache. Das ist eine korrelierte Unterabfrage, sieht man daran, dass hier das NT dasselbe ist wie hier außen das NT. Okay, ich habe jetzt hier mal die Formulierung gewählt, dass ich sage, es soll mehr als keinen Teilnehmer aus Bremen geben, also mindestens einen Teilnehmer aus Bremen geben, 0 kleiner oder ich hätte auch 1 kleiner gleich schreiben können. Ich zähle hier drin jetzt für den Kurs, wie viele Leute gibt es denn, die da aus Bremen kommen. Also in so einem Kurs weiß ich, wer nimmt teil. Und von den Teilnehmenden frage ich noch, kommen die aus Bremen? Also Teilnehmer soll aus Bremen sein. Und ich zähle, wie viele gibt es denn, die aus Bremen sind. Das mache ich hier mit diesem Count. Für jeden Kurs zähle ich also quasi durch in dieser Teilnehmerrelation, indem ich frage, wo nimmt die Person aus Bremen oder die Personen könnten mehr sein, an welchen Kursen nehmen die teil und welche Kurse sind es denn, wo es jetzt mehr als keine ist. Also 0 soll kleiner sein als das, was ich hier zurückbekomme. Und dann habe ich hier draußen das entsprechende Nimmteiltupel, für das hier drinnen dann gilt. Also für jedes Nimmteiltupel von diesem äußeren frommen Teil zähle ich hier drin, ob es mehr als 0 mal
teilnimmt, wenn es dann aus Bremen war. Am Ende sollte sowas rauskommen wie alle Kurse, bei denen die 143 dabei ist. Das ist also G08 und P13, beziehungsweise die Angebotsnummer immer jeweils 2. Wenn ich das Ganze noch anders formulieren will und diese komische 0 kleiner nicht haben will, dann könnte ich noch darauf verfallen, dass ich das Ganze mit Exists mache. Dass ich also sage, gibt es denn jemanden, der aus Bremen ist und an Kursen teilnimmt? Und von diesen Kursen, an denen die Person teilnimmt, interessiert mich wieder die Kursnummer und die Angebotsnummer. Also nicht das mit dem ausgegrauten 0 kleiner mache ich das, sondern mit Exists. Dann muss ich hier drin aber auch gar nicht zählen. Mit Exists könnte ich einfach Select-Stern hier drin machen. Also ein bisschen eine umständliche Art zu zählen, wenn es auch diese Exist-Geschichte gibt. Wahrscheinlich ist die Exist-Geschichte irgendwie intuitiver aufzuschreiben. Aber wir wollten ja einmal sehen, wie man mit Aggregierungen tatsächlich noch ein bisschen mehr machen kann. Dadurch, dass ich also dann hier drinnen gecountet hatte, habe ich hier drinnen tatsächlich nur einen Wert zurückgeliefert bei dieser Art der Formulierung und diesen Wert kann ich dann direkt mit der 0 oder eben mit der 1 oder so vergleichen. Insofern ganz nett, dass ich wieder dieses aggregierte Zwischenergebnis tatsächlich als Skalar, also als Zahl oder tatsächlich noch als Menge, wo nur das eine Ding dann drin steht, benutzen kann. Das Ganze mit dem Aggregieren wird noch ein bisschen ergänzt dadurch, dass ich auch gruppieren kann. Also aggregieren, da nehme ich einfach alle Tupel, für die irgendwas gilt und zähle da durch oder bestimme den minimalen, maximalen Wert, Durchschnitt oder die Summe oder so. Das kann man noch ein bisschen verfeinern, indem man sagt, ich benutze noch so ein Group By und gegebenenfalls gruppiere ich noch nach bestimmten Bedingungen. Also ich gruppiere, aber dann auch nur, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Da kann ich jetzt also in einer gewissen Art die Tupel noch vorsortieren und sagen, ich packe alle die zusammen, die bestimmte Eigenschaften erfüllen, also diese Group-By-Geschichte, da sage ich, welche Attribute, nach welchen Attributen gruppiert wird. Und in dieser Having-Condition, da sage ich, wie das denn tatsächlich gegebenenfalls in Anführungsstrichen sortiert bzw. gruppiert sein sollte. Und dann könnte ich also, wenn ich da wieder counte beispielsweise oder Durchschnitte bilde oder so, dann wird pro Gruppe gezählt bzw. pro Gruppe der Durchschnitt gebildet oder pro Gruppe aufsummiert. Und dann habe ich eben am Ende, indem ich Aggregatfunktionen auf solche gruppierten Sachen benutze, tatsächlich für die Teilmengen die Aggregatfunktion ausgerechnet, also Zwischensummen bestimmt oder die Maximalwerte für bestimmte Teilmengen der Tupel bestimmt und nicht für alle Tupel insgesamt. In der Having-Klausel, also das, was hier danach kommt, kann ich wieder irgendwie eine Bedingung hinschreiben, die dann für die einzelnen gegruppten Teilmengen tatsächlich erfüllt sein muss. Wenn ich dann noch in dem Select überlege, was ich da reinschreiben darf, dann habe ich jetzt hier, wenn ich GroupBy benutze, tatsächlich eine gewisse Einschränkung, darf in der Select-Klausel, also in diesem Teil, was hier nach dem Select kommt, tatsächlich nur noch die Aggregatfunktion benutzen, die ich dann später benutzt habe, oder die Attribute, nachdem ich hier tatsächlich gegroupt habe, also die in der GroupBy stehen. Andere darf ich hier in dem Select dann nicht mehr benutzen. Der Unterschied ist, dass ich quasi, wenn ich irgendwie eine Bedingung in der Where-Klausel oder in der Having-Klausel habe, dass ich mit der Where-Klausel Tupel filtere, also sage, irgendwelche fliegen raus, wohingegen ich mit der Bedingung in der Having-Klausel nicht einzelne Tupel rausfiltere, sondern ganze Tupelmengen, für die ich irgendwie was mache. Also Tupelmengen, bei denen irgendwas erfüllt ist, die schmeiße ich weg oder für die mache ich irgendwas Besonderes. Dazu muss man sich noch überlegen, wie dann tatsächlich so eine SQL-Anfrage ausgeführt wird. Zuerst der From-Block, also zuerst wird geschaut, was steht im From-Block, da wird ein großes kartesisches Produkt draus. Dann ist die Frage, was steht im Where-Block, also werden Bedingungen ausgewertet, die im Where-Block liegen. Dann wird Group-By durchgeführt mit der entsprechenden, falls es angegeben ist, mit den entsprechenden Having-Bedingungen. Erst ganz zum Schluss wird das Select ausgeführt, was dann ja am Ende nur sagt, welche Attribute übrig bleiben sollen. Wichtig, Aggregatfunktionen können nicht geschachtelt werden. Also kann nicht irgendwie counten auf Summen oder so. Da muss man dann andere Klimmzüge machen. Aber wichtig, sich zu merken, was passiert, wenn ich so eine Anfrage habe. Also die Sachen, die im From stehen, die werden irgendwie mit einem großen kartesischen Produkt, mit einem Kreuzprodukt verbunden. Dann wird geschaut, welche Sachen aus dem Where-Block erfüllt sind. Gegebenenfalls wird gruppiert nach der
nach der oder den Bedingungen, die in dem Having, in der Having-Klausel stehen. Und am Ende wird erst die Selektion, also der Select-Teil, nicht die Selektion im rationalen Algebra-Sinne ausgeführt. Gucken wir uns mal ein paar Beispiele an. Also wir werden jetzt hier immer ein bisschen komplexer sozusagen in den Anfragen, die wir tatsächlich verarbeiten, bearbeiten können. Wir können uns fragen, angenommen, das hier ist meine Firma. Ich habe Mitarbeitende wie vorher, Smith, Wong, Celaya, Wallace, die kennen wir noch. Die arbeiten in bestimmten Abteilungen. Und ich habe jetzt aber noch eine zweite Relation, die wir bis jetzt nie hatten. Da schreibe ich mir auf, was die Leute können. Also irgendwie die 1234 kann Java programmieren, Smith kann Java und C++. Die 3334 Wong kann Linux und Java. Die 9998 kann Linux und die 9876 kann DB2, Datenbankmanagementsystem. Und ich frage mich jetzt, für welche Programmierfähigkeiten gibt es denn mehrere Mitarbeitende? Und angenommen, das hier sind jetzt alles Programmierfähigkeiten, also ich will jetzt nicht nur sagen, nur Java und C++ ist Programmierung, sondern DB2 und Linux sind auch irgendwelche Programmierfähigkeiten. Also das, was hier in meiner Mitarbeiter-Skill-Tabelle steht, für welche habe ich denn mehrere Mitarbeitende, die das können? Die Anfrage beispielsweise in SQL sieht dann so aus, dass ich sage, okay, ich überlege erstmal, woher will ich selektieren? Aus Mitarbeiter-Skill, weil da stehen die Skills, also die Fähigkeiten. Aus Können Sie mich wieder hören? Jetzt war mein Netz kurz weg. Alles klar. Gucken, ob ich die Kamera wieder ankriege. So. Jetzt bin ich wieder da. Okay. Weiß gar nicht, wo Sie mich verloren haben. Wahrscheinlich irgendwo da, wo ich gesagt habe, in der Mitarbeiterfähigkeitenliste brauche ich eigentlich, um die Fähigkeiten zu bestimmen, nur diese Mitarbeiter-Skill-Relation. Und ich möchte aus der Mitarbeiter-Skill-Relation dann irgendwie was haben, wo ich zähle, wie oft was vorkommt. Also irgendwas zähle ich als Anzahl. Und ich will auch noch im Prinzip zurückgeben, welche Fähigkeit es gibt, wo es mehrere gibt. Also die Programmierfähigkeit, die nenne ich hier, die ist früher Skill, die nenne ich jetzt Fähigkeit. Und ich will die haben, wo es mehrere für gibt. Das heißt, ich gruppiere die Mitarbeiter-Skills erstmal nach dem Skill selbst, also nach dem Eintrag, nach der Spalte hier. Das heißt, die zwei, die Java können, kommen zusammen, die zwei, die Linux kommen zusammen, einmal C++, einmal DB2. Und ich lasse aber jetzt nur noch die Gruppen übrig, bei denen die Anzahl größer als 1 ist. Und die Anzahl ist dieses Gecountete von hier oben. Also ich zähle für jede Gruppe, wie viele Einträge gibt es. Ich stelle fest, Java zweimal, Linux zweimal, C++ einmal, DB2 einmal. Das heißt, die, wo eins übrig bleibt, die schmeiße ich gleich weg. Also dieses Filtern mit dieser Having-Bedingung hier führt dazu, dass ich den Gruppen hier, die weggeschmissen habe, bei denen nicht mindestens 2 vorkommen. Also größer 1 habe ich hier überprüft. Und dann bleiben also nur noch Java und Linux übrig und ich habe den Count mit ausgegeben pro Gruppe als Count 2. Analog, wenn ich sowas frage wie ist denn überhaupt die Verteilung der Fähigkeiten, die ich in Abteilung 5 habe, also was können die Leute in Abteilung 5 denn so alles? Eine ähnliche Anfrage. In dem Fall sage ich, ich brauche die Tabelle Mitarbeiter und ich brauche die Tabelle Mitarbeiter-Skill, also Mitarbeiter-Skill, weil ich Fähigkeiten ausgeben will. Mitarbeiter brauche ich, weil ich die Abteilungsnummer brauche. Die habe ich hier in Mitarbeiter-Skill nicht drin. Also wenn ich von innen nach außen denke, in Fromm weiß ich, ich brauche beide Tabellen, die ich gerade habe, beide Relationen. Ich weiß, die Abteilungsnummer soll 5 sein. Die muss ich jetzt hier nicht qualifizieren, weil es sie sowieso nur in Mitarbeiter gibt. Die Abteilungsnummer soll 5 sein und aber die Personalnummer vom Mitarbeiter soll dieselbe Personalnummer sein wie in der Skill-Tabelle. Also
Mitarbeiter und die Personalnummer in den beiden Tabellen sollen gleich sein. Das Ding habe ich M genannt, das Ding habe ich S genannt. Ich gruppiere nach Skill. Also ich habe aus Mitarbeiter, Mitarbeiter-Skill ein kartesisches Produkt gemacht, habe dann rausgefiltert, die, bei denen die Abteilungsnummer 5 ist nur, die lasse ich übrig und die Personalnummern sollen gleich gewesen sein. Jetzt gruppiere ich nach Skill und counte dann pro Skill, aber nach Count filtere ich nicht mehr. Deswegen habe ich keinen Having hier. Also ich sage nicht, der Count muss irgendwie größer als irgendwas sein, sondern den will ich einfach zurückgeben als Anzahl. Das heißt, was bekomme ich zurück? Zweimal Java, einmal C++, einmal Linux. Warum? Na, die beiden Mitarbeiter in Abteilung 5 sind Smith und Wong. Also die 1234 und die 3334. 1234 kann Java und C++. 3334 kann Linux und Java. Der Rest, den hatte ich durch den Where-Teil verloren. Also 9998 und 9876 habe ich durch den Where-Teil verloren. Die sind nicht in Abteilung 5. Jetzt gruppiere ich das Ganze nach Skill. Dann kommen die beiden Java-Sachen zusammen. C++ bleibt alleine, Linux bleibt alleine. Und ich counte nochmal pro Gruppe. Jetzt gebe ich eine Anzahl zurück. Zweimal Java, einmal C++, einmal Linux. Deswegen jetzt hier kein Having mehr, weil ich die Sachen ja alle übrig behalten wollte. Also ich wollte nicht noch die Gruppen wegfiltern, sondern ich wollte die alle übrig behalten. Wie sieht's aus mit Nullwerten? Null hatten wir auch schon immer mal irgendwo als dieses umgedrehte T oder sowas gesehen in der relationalen Algebra. Was kann das in SQL kaputt machen oder gibt's das überhaupt? Naja, im Prinzip gibt's das. Und zwar eigentlich auch für jeden Datentyp. Also dieser spezielle Wert Null oder Null oder wie man ihn auch mal aussprechen will, den gibt's für jeden Datentyp, also auch für Zahlen, wobei der Null nicht dasselbe ist wie die Null, sondern eben ein quasi undefinierter, unbekannter Wert. Warum hat man das eingeführt oder warum gibt es das? Na, im Prinzip will man das in Situationen benutzen können, bei denen der Attributwert einfach noch unbekannt ist. Wenn man beispielsweise irgendwie was neu erstellt oder so. Oder der Attributwert zwar bekannt ist, aber er soll nicht gespeichert werden aus irgendwelchen Gründen. Oder für Situationen, in denen der Wertebereich des Attributs irgendwie, da gibt es keinen adäquaten Wert für das, was ich da ausdrücken will. Dann mache ich halt null draus. Das klingt erstmal nicht so eindeutig und das ist im Prinzip ja deswegen auch eine unklare Semantik und das bedeutet, eigentlich sollte man null gar nicht benutzen. Aber es gibt's und manchmal ist es tatsächlich doch ganz nützlich. Also im Hinterkopf behalten, eigentlich nicht benutzen, aber dann doch wieder, weil ja, manchmal braucht man es halt. Was kann man mit diesem Null machen, beziehungsweise was passiert mit dem Null? Dadurch, dass es das gibt, habe ich im Prinzip nicht mehr nur auch bei logischen Ausdrücken 0 und 1, true und false, sondern ich habe jetzt tatsächlich 0, 1 und noch eine Null-Version, die jetzt also nicht false bedeutet, sondern was anderes. Was passiert, wenn ich solche Null-Werte habe, also Operationen, die arithmetische Art sind, dann kommt da halt Null raus, falls irgendwie ein Operand Null war, also sowas wie 4 plus Null, kommt null raus, weil ich weiß ja nicht, was das ist, dann kann das nicht 4 sein, aber da ich nicht weiß, was es ist, weiß ich auch nicht, was die Summe ist, ist so die Grundidee. Manchmal kann ich auch auf null testen, indem ich sowas mache wie, ist irgendwas null oder also null oder ist es nicht null? Da gibt es so dieses reservierte Wort ist oder ist not. Null ist null, liefert true zurück. Null ist not null, liefert false zurück. Also ich kann mit is oder is not prüfen, ob irgendwas null ist. Und das ist dann halt nur true, wenn das Ding null ist, beziehungsweise nicht null ist. Aber auch so ein Vergleich wie 4 kleiner null oder null gleich null, wenn ich halt nicht das is benutze, der liefert direkt null zurück, weil unklar ist, was damit eigentlich gemeint ist. Weil nicht damit gemeint ist, ist es dieses Ding oder ist es dieses Ding nicht. Damit entsteht ein bisschen eine mehrwertige Semantik. Also im Prinzip habe ich nicht mehr nur wie bei Boolschen Formeln zwei Werte, wahr und falsch, sondern ich habe jetzt wahr, falsch und null oder wahr, falsch, unbekannt oder so. In der Boolschen Semantik also quasi sowas wie unknown, aus true wird false, aus unknown wird durch Negation unknown, aus false wird true. In SQL nennt man es nicht unknown, sondern null, also aus 1 wird 0, aus 0 wird 1 und aus null wird null, weil vorher wusste ich nicht, was es ist, weiß ich es auch nachher nicht. Entsprechend für Konjunktion oder Disjunktion, also im logischen Sinne würde da ein Unknown stehen. Im SQL-Sinne steht da immer Null. 1 und 1 ist 1, aber 1 und Null ist Null. 1 und 0 ist 0, wie bisher bekannt. Aber sobald ich irgendwas mit
null verende, wird es entweder null oder tatsächlich, wenn ich es mit falsch verbinde, bleibt es falsch. Beim und bleibt es falsch, da ist quasi die null, nicht die null. Das logische false, die null, die ist mehr wert als das eigentliche null. Wenn ich irgendwas mit null, also mit dem false, konjunktiv verbinde, bleibt es auf jeden Fall falsch. Ansonsten sind die Sachen, die ich mit null verbinde, null. Beim logischen oder gewinnt immer die 1. Also wenn ich irgendwas mit 1 verbinde, mit true, dann bleibt das wahr. Also können Sie sich auch so ein bisschen überlegen, wann ist das logische oder wahr, wenn einer der Operanden wahr ist. Das bleibt auch mit der Verbindung mit dem null dann so. Aber ansonsten gewinnt null gegen null oder null. Und das oder ist nur dann logisch false, wenn ich zwei logisch falsche Ausdrücke miteinander verbunden habe. Ist also die Tabelle ein bisschen größer geworden und das heißt, die Logik im SQL ist also dreiwertig und nicht mehr zweiwertig, wie es früher bisher bekannt war. Zwei Bemerkungen noch, dann sind wir für heute fertig. Also in der Werkklausel benutze ich nur Tupel oder Tupel werden dann nur weiter berücksichtigt, wenn die zu true auswerten, also die Bedingung auf dem Tupel angewendet zu true auswertet. Tupel, die also zu unknown bzw. null auswerten, die werden nicht mit ins Ergebnis aufgenommen. Und bei einer Gruppierung ist es aber so, dass null als eigenständiger Wert interpretiert wird und das heißt, eine eigene Gruppe ist. Die müsste ich dann gegebenenfalls wegsortieren, wegfiltern, indem ich noch having benutze, wenn ich null nicht mitgezählt haben will. So viel für diese Woche. Wir sind ungefähr bei den 90 Minuten angekommen. Eine kleine Unterbrechung. Nächste Woche gucken wir uns dann noch ein bisschen weiter an, was in SQL passieren kann. Zusammengesetzte Terme und wie ich es als Datenmanipulationssprache auch benutzen will. Und kommen dann wahrscheinlich noch Ende nächste Woche und dann in der allerletzten Vorlesungswoche noch so ein bisschen dazu, dass wir uns anschauen, wie eigentlich solche Relationsschemata besonders schön gestaltet werden können. Schön im Sinne von sogenannten Normalformen. So viel für heute. Danke fürs wach bleiben, zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Die Übungen diese Woche hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt, beziehungsweise gemailt, fallen erstmal aus, aber dann nächste Woche hoffentlich wieder. Bis nächste Woche zur Vorlesung. Tschüss. Vorige Woche online sind wir ungefähr hier stehen geblieben, dass wir uns damit beschäftigt haben. Also wir sind noch im SQL-Teil, Erinnerung an alle, die die letzten zwei Wochen verpasst haben sollten. Wir wollen also jetzt mit einer Datenbank sprechen. Ich mache das Mikro noch mal ein kleines bisschen leiser. Geht immer noch? Ja, sonst höre ich mich hier selber so doll. Wir wollen also mit einer Datenbank sprechen und haben uns dafür die Sprache SQL ausgesucht, beziehungsweise die wurde für uns ausgesucht, weil sie schon jahrzehntelang in Benutzung ist. Und wir haben uns SQL so ein bisschen angeschaut, wie man Anfragen bauen kann, also wie man aus den Relationen die Dinge wieder zurückbekommt, die man irgendwann mal reingepackt hat, vielleicht in Bezug auf irgendeine semantisch neue Idee, die man untersuchen möchte. Und hatten dann zuletzt irgendwie festgestellt, manchmal weiß man Werte nicht. Und dafür gibt es in SQL die Möglichkeit, null anzugeben, also nichts ist damit gemeint, nicht die Null, die Teil der natürlichen Zahlen ist, sondern die Null, die sagt, dafür kenne ich den Wert noch nicht. Bis jetzt hatten wir es in der relationalen Algebra beispielsweise immer so ein umgedrehtes, dünnes T angegeben. In SQL heißt das einfach null. Und dieses reservierte Wort null führt dann dazu, dass ich in SQL eigentlich keine wirkliche zweiwertige Boolsche-Logik habe, sondern eigentlich eine dreiwertige mit dem Zusatzwert null. Und wenn ich dann irgendwelche Bedingungen überprüfe und irgendwas ist davon null, dann muss ich eben damit rechnen, dass gegebenenfalls auch die Bedingung zu null auswertet und ich davon nichts habe, weil ich dann nicht weiß, was der eigentliche Wahrheitswert sein soll. Wir hatten gesehen, dass im Prinzip beim und die 1 weiter mit sich selbst eine 1 bleibt, aber 1 und null wird dann null. Das heißt, es wird nicht falsch, sondern es wird quasi unbekannt und damit kann ich dann nicht weiterarbeiten. Wenn ich den Wahrheitswert nicht kenne, kann ich dann damit nicht weiterarbeiten. Analog beim oder, 1 sozusagen oder irgendwas bleibt 1, das ist egal, ob es die null ist oder nicht. Aber ansonsten muss ich damit rechnen, dass ich null-Werte übrig behalte, also zum Beispiel null oder null. Das eine ist der unbekannte Wert, das andere ist der Wahrheitswert false. Bleibt dann eben null und ich kann damit nichts weiter anfangen. Das ist nicht so schön, aber führt im Prinzip dazu, dass ich in Tabellen oder in Relationen Dinge eintragen kann, von denen ich manches vielleicht noch nicht weiß, gerade so beim Einfügen von neuen Tupeln. Manchmal kenne ich
weiß ich nicht, wird ein neuer Mitarbeiter eingestellt, Gehaltsverhandlungen laufen noch, kenne ich vielleicht das Gehalt in dem Moment noch nicht, wo ich die Personalnummer aber schon vergeben habe oder so. Wenn ich den dann einfüge, muss ich dann immer damit leben, dass es gegebenenfalls zu Problemen kommt, wenn ich bei dem Gehalt irgendwas überprüfen will, weil es das ja noch nicht gibt. Ansonsten ist es problematisch, wenn ich in der Wehrklausel, wo ich solche Bedingungen überprüfe, evaluiere und da irgendwie dieser unbekannte Wert rauskommt, unknown oder null, dann werden die Tupel, bei denen das passiert, nicht mit ins Ergebnis aufgenommen. Also bei denen, wo ich nicht überprüfen kann, ob eine Bedingung stimmt oder eben falsch ist, die kann ich nicht mit ins Ergebnis aufnehmen und die bleiben dann auch außen vor. Wenn ich aber gruppiere, also dieses Group By, was wir uns letztens angeschaut hatten, wenn ich gruppiere, wird Null als eigene Gruppe aufgefasst. Also alle, die da irgendwie den Nullwert dann haben, die sind dann eine eigene Gruppe, wenn ich nach diesem Attribut, wo die den Nullwert haben, gruppiere, werden die alle zusammengefasst. Gut, da muss man so ein bisschen mit im Hinterkopf rechnen, dass das passieren kann. Idealerweise gibt man eh nie Nullwerte frei, also man gibt nie welche Attribute als beim Definieren der Relation Attribute als Möglichkeit, Nullwerte anzunehmen an, dann ist man da schön raus, aber das klappt halt leider nicht immer. Manchmal muss man halt beim Einfügen damit rechnen, dass irgendwas null sein kann und dann muss man es auch beim Erzeugen der Datenbank, kommen wir heute später noch dazu, dann schon mit im Kopf haben, dass man das erlaubt oder eben gegebenenfalls verbietet und dann mit Problemen zu kämpfen hat. Was kann man in SQL noch? Wir sind immer noch nicht mit SQL fertig als Datenbankanfragesprache. Wir können da auch rechnen. Beispielsweise können wir hier in diesem Select-Block hier unten eine Multiplikation durchführen, warum auch immer, Personalnummer mit Alter multiplizieren oder so. Aber es geht auf jeden Fall. Man kann auch String-Operationen machen, indem man Zeichenketten manipuliert oder sowas. Das funktioniert alles. Und am Ende bekomme ich halt sowas zurück wie ja, Personalnummer mal Alter multipliziert. Womöglich dann auch noch sortiert, aber das hatte ich hier gar nicht angegeben, das war also Glück, war ja auch eine Glückszahl, dass das jetzt hier aufsteigend sortiert ist. Aber da kann ich auch andere String-Manipulationen machen, wenn ich das denn brauche. Also es ist eine relativ mächtige Möglichkeit, Terme zusammenzusetzen, selbst in dem Select-Teil, wo ich einfach normale algebraische Operationen durchführen kann oder arithmetische Ausdrücke und sonstige Manipulationen. Die ganze Zeit haben wir uns ein bisschen angeschaut, was in SQL 89 geht und da das aufwärtskompatibel ist, im Prinzip auch in SQL 92. Wenn Sie sich an den SQL-Block ganz am Anfang erinnern, da hatte ich gesagt, eigentlich wollen wir uns SQL 92 anschauen. Da sind jetzt ein paar Sachen ein bisschen anders als in SQL 89. Anders in dem Sinne, man kann alle alten Sachen eigentlich auch benutzen, aber manche Sachen sind so syntaktik-sugar-mäßig wieder noch ein bisschen einfacher bzw. ein bisschen ausdrucksstärker. In SQL 89 gibt es eigentlich nur das kartesische Produkt und sowas wie so ein Equi-Join standardmäßig. Also wenn ich einfach in der From-Klausel Sachen mit Komma trenne, ist da das kartesische Produkt mit gemeint. Wird also irgendwie jedes Tupel aus der einen Relation mit jedem Tupel aus der anderen Relation zusammengekettet. Wenn ich einen Equi-Join meine, dann mache ich das im Prinzip so, dass ich das so wie zumindest in SQL 89 so ein bisschen ungelenkt mache, dass ich erstmal das kartesische Produkt bilde und dann in der Wer-Klausel sage, okay, ich will aber nur die, bei denen die Personalnummer gleich ist, beispielsweise. Also es wird immer erst das kartesische Produkt gebildet und dann kann ich auf dem kartesischen Produkt eine Selektion durchführen und sagen, ja, eigentlich interessieren mich nur die, bei denen die Personalnummer gleich ist. Das war in SQL 89, da das so ein bisschen hässlich ist, hat man sich dann für SQL 92 überlegt, naja, ich möchte ein paar Kurzschreibweisen haben, zum Beispiel, um dann nicht diesen Equi-Join zu haben, sondern auch sowas wie ein Natural-Join direkt zu haben, bei dem ich dann einfach die gegebenenfalls mehrfach vorkommenden Attribute, sowas wie Personalnummer, beim Equi-Join wird das dann ja zweimal da sein, um die gleich mit weg zu projizieren, um das nicht noch in die Select-Klausel schreiben zu müssen oder so. Also gibt es in SQL 92 ein paar andere Sachen, die ich hinschreiben kann. Wenn ich das nicht so implizit machen will durch Komma, kann ich auch direkt sagen, das Kreuzprodukt schreibe ich aus, damit man es leichter lesen kann. Also ein bisschen mehr Syntax, die im Prinzip nichts anderes bedeutet, aber für Menschen leichter lesbar ist, kann ich direkt den Cross-Join hinschreiben und meine damit das kartesische Produkt oder Kreuzprodukt. Wenn ich den Equi-Join meine, den ich hier oben einfach als Kreuzprodukt in der From-Klausel und dann eben diese Gleichheit Bedingungen in der Wer-Klausel, wenn ich den sozusagen SQL 92 ein bisschen schöner schreiben will, dann sage ich, die zwei Relationen sollen bitte gejoint werden und zwar, ich habe es gesehen, ich melde,
Und zwar auf dem Attribut Personalnummer. Frage? Ja, ist ja so, dass Sie, wenn Sie 89 schreiben, quasi auch 92 schreiben, dass aufwärtskompatibel ist. Aber Sie können auch solche Sachen in der Klausur schreiben. Also die Klausur wird als Grundlage SQL 92 haben. Aber 89 ist Teil davon, deswegen nicht so schlimm. Das ist einfach nur was, das man auch hinschreiben kann, was leichter lesbar ist für Menschen. Also wenn ich dann hinschreibe, ich meine den Join hier, und zwar auf dem, und dann gebe ich das Attribut mit diesem on beispielsweise an. Ist im Prinzip ein bisschen länger, aber für viele leichter lesbar, weil man explizit hinschreibt, ja, da wird das Kreuzprodukt benutzt. Oder hier meine ich aber nur den Join und nicht das Kreuzprodukt. In SQL 92 gibt es auch noch den natürlichen Verbund, der heißt dann Natural Join. Zum Glück heißt er so, wie man sich das vorstellen würde. Den kann man entweder durch Natural Join hinschreiben oder indem man das Join Using benutzt. Also Join Using heißt, bitte den natürlichen Verbund auf der Personalnummer machen. Und das Using implizit führt das dann schon die Projektion durch. Also wenn Sie sich daran erinnern, Equi-Join heißt, die Attribute, auf denen ich die Gleichheit beispielsweise überprüft habe, die gibt es dann zweimal, weil ich das aus der, in dem Fall hier, Mitarbeiterrelation und aus der Mitarbeiter-Skill-Relation habe ich die Personalnummer, dann gibt es das Attribut zweimal in der finalen Tabelle. Beim Natural Join wollte ich es nur einmal haben. Das macht entweder dieses Ding hier direkt oder wenn ich es noch so explizit hinschreibe mit Join Using, wird durch das Using automatisch noch eine Projektion am Ende stattfinden, sodass das eine Spalte nur noch ist, in der Personalnummern stehen und nicht zwei da sind. Also ein kleines bisschen schöner hinzuschreiben. Ich muss jetzt nicht die Projektion extra noch in diese Select-Klausel aufnehmen, sondern ich kann das durch Join Using oder Natural Join direkt ausdrücken. Aber ansonsten hätte ich das auch alles in SQL 89 mit ein bisschen mehr Schreibarbeit machen können. Hier ist es jetzt einfach ein bisschen expressiver, also Syntaktik-Sugar-mäßig, so dass ich einfach Wörter hinschreiben kann, die man leichter lesen kann. Gibt auch noch die äußeren Verbünde, die hatten wir, glaube ich, nur mal so ganz kurz in der Relation Algebra angeschaut. Sowas wie die Outer Joins, wenn Sie sich noch so ganz grob erinnern, da kann ich sagen, beispielsweise beim Left Outer Join, dass die Tupel übrig bleiben sollen, auch in dem Finalen, die von links kommen, aber keinen Join-Partner auf der rechten Seite haben. Erinnern Sie sich dran? Ich kann noch mal ein Beispiel vielleicht anschreiben. Sie sich garantiert daran erinnern, sowas wie, ich schreibe mal eine Relation R1 hin, die hat Attribute A, B, C und die Attributausprägung nennen wir vielleicht einfach mit kleinen Buchstaben C1 und hier B2, C2 und dann haben wir noch eine kleine eine Relation R2, joinen wir mal über C, D und E und wir haben vielleicht sowas wie C1 hier, D1, E1 und damit irgendwas passiert, nehmen wir hier mal C3, D2, E2. So, und wenn ich die jetzt joinen würde, sieht man ja, dass dieses Tupel, die erste Zeile von der Relation 1, findet einen Join-Partner hier auf diesem C-Attribut, weil selber Attributausprägung. Das zweite Tupel aus der ersten Relation findet keinen Join-Partner, weil C2 hier nicht vorkommt. Und entsprechend findet das Tupel hier drüben keinen Join-Partner, weil C3 nicht hier als Ausprägung vorkommt. Wenn ich jetzt sowas hinschreibe wie R1, ein Left Outer Join, ups, den hatten wir, glaube ich, so geschrieben, R1 Left Outer Join R2, bleibt dann also sowas übrig, A, B, C, D, E und hier haben wir alle mit 1, weil das ist, zu dem ich quasi einen Join-Partner über dieses C gefunden habe und für das, weil wir jetzt Left Outer Join sagen, für das hier, wo wir keinen Join-Partner auf der anderen Seite finden, tragen wir dann Null-Werte ein. Das muss natürlich erlaubt sein, hatten wir ja eben drüber gesprochen, ob es das gibt oder nicht. Wenn es das nicht gibt, kann ich diesen Outer Join gar nicht machen. Aber an der Stelle würde dann hier also nicht definiert oder null oder so stehen. Beim Right Outer Join dann entsprechend umgedreht, dann finde ich für das keine Entsprechung, dann sind bei dem Tupel, was dann beim Right Outer Join übrig bleiben würde, entsprechend hier zwei für A und B, zwei nicht definierte Stellen.
oder Full Outer Join, wo ich dann alle drei wieder habe, aber dann habe ich vorne und hinten die entsprechenden nicht definierten Stellen. Wir werden nachher eine Anfrage sehen, wo das tatsächlich mal nützlich ist, dass es das gibt als Outer Join. Frage? Na, das kann man angeben oder nicht. Sie meinen jetzt hier an der Stelle? Ja. Also ich kann auch einfach nur Auto-Join hinschreiben. Okay. Frage? Sorry, es macht eigentlich nur Sinn, Natural Using oder On jeweils explizit anzugeben, oder was war die Frage? Nee. Ja. Also hier in dem Fall auf jeden Fall nicht. Wenn ich sage, also bei on meine ich immer, dass ich Gleichheit überprüfe. Bei using kann ich auch Ungleichheit sagen. Ich kann sagen, wenn das größer ist als das oder kleiner ist als das oder so. Andersrum? Ah ja, genau, andersrum. Genau, bei Using gebe ich in Klammern das Attribut, ja, sorry, Sie haben recht. Ja. Bei Using gebe ich in Klammern das Attribut an und meine damit, bei dem bitte auf Gleichheit prüfen und bei On sage ich, welche Bedingungen ich meine. Sehr gut, das war nur ein Test, ob Sie aufgepasst haben, sehr gut. Okay. Gucken wir uns ein Beispiel an, wo das tatsächlich mal nützlich ist, dass ich diesen Outer Join benutzen könnte, wenn Nullwerte erlaubt sind überhaupt. Mitarbeiterdatenbank, die kennen wir jetzt schon eine Weile. Wir haben Mitarbeiter, in dem Fall hier, 4 Stück, sind immer noch dieselben geblieben, die Firma ist nicht größer geworden. Und ich weiß jetzt, wer was kann. Hat man, glaube ich, letzte Woche auch schon mal so ein bisschen angeguckt. Manche können Java, manche C++, irgendwer kann Linux, irgendwer kann DB2. Und wir wollen jetzt wissen, gibt es denn Chefs, die nichts können? Also gibt es denn hier in der Chef-Personalnummer-Spalte eine Personalnummer, wo es keine Skills gibt in der Skill-Tabelle? Das soll jetzt die Anfrage sein. Da könnte man jetzt fragen, wenn es Nullwerte gibt, dann kenne ich ja diesen Outer Join, der sagt, ich kann zwar Dinge zusammenfassen, aber wenn es dann nichts Entsprechendes in der anderen Tabelle gibt, dann bleibt das da Null. Und dann könnte ich versuchen, dann auf Null zu prüfen. Genau das macht diese Anfrage hier. Die sagt, okay, ich suche Chefpersonalnummern, also muss auf jeden Fall jemand sein, der Chef ist. Ich mache einen Outer Join zwischen Mitarbeitern und Mitarbeiter-Skills. Outer Join. Ach hier, das muss noch groß geschrieben werden. Auto-Join deswegen, weil ich möchte, dass die Nullwerte stehen bleiben, wenn ich nichts in Mitarbeiter-Skill finde. Wenn in Mitarbeiter-Skill kein Join-Partner gefunden wird, dann möchte ich, dass da ein Nullwert stehen bleibt, auf den ich dann prüfen kann. Und zwar frage ich, ist denn die Chefpersonalnummer, die ich hier finde, ist das denn hier eine Personalnummer, die ich hier finde, für die ich aber dann eben kein, deswegen Left Outer Join, für die ich keinen Skill finde. Also die Chefpersonalnummern, die möchte ich quasi nicht finden. Der Skill soll am Ende 0 sein. Und da sieht man tatsächlich, wenn man hier schaut, die 88, 86 kommt hier in der Skill-Datenbank gar nicht vor, in der Skill-Relation. Und das wird dann also der Chef sein, den es gar nicht gibt. Interessanterweise kommt er auch gar nicht hier in der Mitarbeiterrelation vor. Aber scheint irgendwie so wichtig zu sein. Oder ich habe einfach nur nicht die Zugriffsrechte, um seine Wohnort oder sowas zu sehen. Also es gibt einen Chef, der kann nichts und den kriege ich am leichtesten durch so einen Auto-Join zurück, weil ich dann sage, wenn ich keinen Join-Partner finde, kann ich am Ende das daran erkennen, dass da Nullwerte stehen und auf die kann ich überprüfen. Also manchmal ganz nützlich, dass es so einen Auto-Join gibt, deswegen SQL 92 dann wahrscheinlich auch aufgenommen worden, weil das dann sehr, sehr kurz geschriebene Anfrage werden kann. Frage? Wenn man Write-Auto-Join macht, dann bleiben sozusagen hier Tupel übrig, für die ich hier keine Entsprechung finde. Da ich auf Personalnummer joine, für 1234 finde ich eine Personalnummer hier drüben, für 3334 finde ich hier drüben einen, für 9998 finde ich hier drüben einen und für 9867 finde ich hier drüben einen. Also ich finde eigentlich für jedes Tupel von der rechten Seite, das wäre dann diese Mitarbeiter-Skill-Relation, finde ich auf der linken Seite einen Tupel, wäre ein ganz normaler Join dann sozusagen geworden. Ich habe zwar gesagt, ich will Write-Outer-Join machen, sicherheitshalber, aber die Tupel gibt es alle jeweils. Das heißt, ich habe gar keine Nullwerte dann dabei übrig. Da wären doch die 8, 8, 6 ausgelassen.
Ja, die 886, die gibt es ja tatsächlich nur hier in der Chefpersonalnummer. Das ist ja das Interessante, die taucht hier vorne gar nicht auf. Also habe ich offenbar eine Sicht auf die Datenbank, wo ich diese Einträge zu der 8886 gar nicht finde. Die 8886 taucht aber hier auf, hier drüben nicht. Deswegen sage ich, ich will einen Left Outer Join machen, damit alle, die hier in der Spalte stehen, aber hier keine Entsprechung haben, übrig bleiben. Zu 3334 finde ich hier zwei Skills. Zu 8976 finde ich hier unten immerhin DB2. Zu 8886, die kommt hier zweimal vor, finde ich aber hier drüben nichts. Also Chef von zwei Personen, aber kann nichts. Oder zumindest nichts von dem, was hier interessant ist für die Firma. Aber ist vielleicht gut in Mitarbeiterführung oder so, keine Ahnung. Aber das habe ich ja gemacht. Ich habe ja sozusagen gesagt, ich will nicht über das Personalnummer-Attribut den Join machen, sondern ich sage ja hier Chef-Personalnummer von dem einen mit Personalnummer von dem anderen. Das funktioniert, weil die Grundidee ist, dass die Domäne dieselbe ist. Also sind beides Personalnummern, vierstellig hier in dem Fall. Also kann ich die miteinander vergleichen. Ich habe explizit nicht über Personalnummer gejoint, weil zu denen hier finde ich tatsächlich hier drüben auch mal was. Aber diese Chefnummer hier, 8886, taucht in meiner Sicht auf die Mitarbeiterrelation gar nicht auf. Noch Fragen? Ja? Das hier, also was das hier bedeuten soll, da prüfe ich, ob nachdem ich diesen Join durchgeführt habe, ein Attribut 0 ist. Also nicht 0 im Sinne von Zahl 0, sondern nicht belegt. Und das bedeutet, ich habe ja hier diesen Left Outer Join gemacht. Das heißt, worauf ich überprüfen will, ist, gibt es hier drüben eine Personalnummer, zu der ich hier drüben keine Entsprechung finde? Gibt es hier also in dieser Chefpersonalnummer einen Eintrag, zu dem ich hier drüben keine Entsprechung finde? Und das kriege ich deswegen hin, weil ich den Left Outer Join gemacht habe und bei einem Left Outer Join weiß, dass wenn dann am Ende jemand von links, rechts keinen Join-Partner hat, dass dann da diese undefinierten Null-Werte stehen. Und dieses Skill ist null, damit überprüfe ich, ob sowas passiert ist. Und da das hier an der Stelle für die 8886, für diese Nummer hier, sogar zweimal passiert, stelle ich am Ende fest, 8886 hat keinen Join-Partner in dieser Mitarbeiter-Skill-Relation gefunden. Okay? Frage? Weil ich auf null lieber so prüfe. Also ist halt, liest sich für mich leichter. Also es gibt dieses. Da hatten wir, glaube ich, letzte Woche mal kurz drüber gesprochen. Was passiert, wenn ich mit Null vergleiche? Ganz kurz gucken, ich blätter mal zurück. Ja, Sie wissen es noch? Ja, okay. Ja. Okay, sehr gut. Wer hat das gesagt? Google. Ja, okay, dann wird es schon stimmen. Ja. Nee, genau, also ich werde immer vorsichtig, wenn ich bei null sowas wie ungleich oder gleich oder sowas, dann würde ich immer is oder is not oder sowas benutzen. Okay, sonst noch Fragen? Gut. Es gibt noch ein paar andere Unterschiede, also Joins, das ist am mächtigsten, dass man die jetzt schöner hinschreiben kann in SQL 92, indem man sie halt einfach so benennt, wie sie sein sollen. Es gibt noch ein paar andere Sachen, sowas wie Union, Intersect oder Except oder irgend sowas, gibt es direkt für Mengenoperationen, braucht man jetzt nicht so oft, außer vielleicht mal irgendwelche Sachen zu Union oder zu Intersecten. In der Vorklausel kann ich im Prinzip auch Select from Where-Blöcke, das hatten wir die ganze Zeit so schon immer mal benutzt, hinschreiben. Das sind dann die abgeleiteten Relationen in MySQL heißt das, glaube ich, derived table oder so. Wir sprechen ja hier immer von Relationen, aber man kann auch von Tabellen sprechen. In MySQL heißen die dann derived table, die ich in der Vorklausel benutze. Die kann ich auch benennen in SQL 92. 89 ging das noch nicht. Aber SQL 92 ist so im Prinzip die ja, Sprachausprägung von SQL, die die meisten Produkte heutzutage tatsächlich unterstützen.
In der Werkklausel kann ich nicht nur skalare Ausdrücke haben, sondern ich kann auch Tupel spezifizieren in SQL 92. Das ging in 89 noch nicht, also ist auch manchmal ganz angenehm. Also Grundlage für uns wird SQL 92 sein, wobei alles, was man in 89 konnte, eigentlich auch immer noch geht.